Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin wieder im Spukschloss, wo der Wind durch die Gänge pfeift. Ich habe immer noch nicht mein Wohnzimmer entsprechend abgedichtet, deswegen kommt hier ab und zu diese Spukschloss-Atmosphäre, die ihr schon aus dem letzten Winter vielleicht wahrgenommen habt, wieder auch in diesem Podcast, aber ich werde versuchen, das akustisch mit meiner Stimme so weit zu übermalen, dass man es nicht hört, und wenn ich nicht sage, habe ich ja Push-to-Talk aktiviert, dann wird man auch kein Spukschlosswind hören, und von daher hoffen wir, dass es sich einigermaßen in Grenzen hält. Wir haben wieder mal ein pickepackevolles Programm. Wir wollen erstmal die Review zu NXT TakeOver Portland über die Bühne bringen. Ich habe überlegt, ob ich da vor Review noch ein Adjektiv bringe, deswegen hakte es eben bei mir. Ich hätte eigentlich gesagt wohlverdiente Review, was aber ein blödes Wort wäre, weil jedes Event wird ja bei uns entsprechend, zumindest jedes Großevent entsprechend gewürdigt. Jedenfalls beim Marktführer und bei AEW. Aber diese Show ist es durchaus wert gewesen, hier intensiv nochmal nachzuhaken. Wir sind hier auf Linie der meisten Kritiker und Fans und fanden es eben bärenstark. Mehr dazu gleich, wenn ich meinen heutigen Partner wieder vorstelle. Danach werden wir tatsächlich die Weeklies eher mal kurz halten, denn aus unserer Sicht gab es da so viel nicht aufzuarbeiten. Natürlich werden wir gleichwohl das ein oder andere besprechen. Den Fokus legen wir heute aber mal auf was anderes. Und zwar legen wir den Fokus auf eine Grundsatzdiskussion, will ich mal nennen, die hier bei den Podcasts schon ein-, zweimal angeklungen ist, vielleicht auch gefühlt schon viel öfter. Und zwar habt ihr es in der Überschrift ja auch schon gesehen, haben wir jetzt einen Wrestling-Boom oder eine Wrestling-Müdigkeit, die sich einsetzt? Hintergrund ist der häufig zitierte Overkill oder einfach nur Fakt. WWE schießt aus allen Rohren, was die Formate angeht. Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, 205 Live, was da alles mittlerweile ist. Pay-Per-Views werden überall auf der Welt ausgetragen. Für Geld macht man alles. AEW ist als großer Player jetzt seit über einem halben Jahr, sag ich mal, auch auf der Bildfläche. Die bringen Weeklies, Diskussionen im Gange, eventuell da eine zweite Weekly noch zu bringen. Dann hat man AEW Dark auf YouTube. Aus dem Fernosten expandiert New Japan, will in Amerika immer weiter Fuß fassen. Also das Programm oder das Angebot, das man uns da gibt, ist so groß, wie es vielleicht noch nie war. Also was heißt vielleicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Mainstream-Medien jeweils so viel Wrestling stattgefunden hat wie heute. Wozu führt das? Zu einer leichten Müdigkeit, zu einem Goldgräberrausch sozusagen oder zu einer Gleichgültigkeit. All das wird heute unser Thema sein, und da muss eben das Wochengeschäft mal ein bisschen hinten anstehen. Das werde ich mit dem Kollegen aus der KOK-Metropole besprechen. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Ich will nicht zu früh jubeln, und deswegen klopfe ich auch mal auf Holz. Aber wir glauben, es geschafft zu haben, die Technikprobleme jetzt im Griff zu haben. Deswegen herzlich willkommen mit den besten Wünschen aus Wien. Schön, dass du da bist, Christian. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben an der Technikschraube gedreht, und ich hoffe, dass wir jetzt den Usern und den Zuhörern die bestmögliche Qualität liefern können. Und du hast schon angesprochen, wir haben heute wirklich interessante Themen zu besprechen, und da wäre natürlich eine tolle Qualität sehr wichtig, weil wir haben, glaube ich, beide sehr viel am Herzen, oder? Haben wir hoffentlich nicht, aber auf dem Herzen. Auf dem Herzen. Ja. Wir wollen ja noch ein bisschen länger durchhalten hier, da sollten wir nichts am Herzen haben. Aber in der Tat, einmal wollen wir unsere Gefühle, Gedanken und Meinung zu NXT TakeOver kundtun, und dann, es wird auch schon bei der TakeOver-Show so ein bisschen teilweise durchkommen, die Frage, wie gehen wir denn mit diesem Überangebot an Wrestling derzeit um? Doch der Reihe nach. Der Wind peitscht durchs Fenster und will mir sagen, fang doch mal an mit der NXT-Show. Und Christian, wir haben uns im Vorfeld darüber jetzt gar nicht so ausgetauscht, deswegen frage ich mal frisch von der Leber, ich habe dir schon suggestiv das Ganze ein bisschen aus meiner Sicht vorweggenommen. Wie hat dir die Show gefallen? Ja, wenig überraschend war ich sehr glücklich über die Show. Großartige Matches. Finde auch, die Hype-Videos waren in dieser Show ziemlich cool. Darauf werden wir noch eingehen. Ein, zwei Sachen wird wohl Ansichtssache sein. Ich gehe mal ganz kurz voraus. Ich denke mal, der Eingriff von Gargano wird vielen vielleicht nicht gefallen haben. Das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Und es wurden auch ziemlich krasse Stunts von
Superstars genommen. Rhea Ripley kommt mit einem Kopf oder Dominik Dijakovic. Da werden wir natürlich darüber genau eingehen. Aber grundsätzlich ihre starke Show. Viele reden von der besten Takeover-Show, seitdem es das den Brand so in dieser Art gibt. Kann man diskutieren darüber. Aber wie gesagt, ich bin sehr glücklich. Nachdem ich die Show fertig hatte, war ich so, okay, wow. Ich war aus der Puste, so gut war das. Also ich bin schon sehr zufrieden. Ja, also würde ich genauso unterstreichen. Es hat manchmal auch sein Gutes, wenn man in den Shows und Storylines gar nicht so drin ist. Und das sind wir beide bei NXT ja en detail tatsächlich nicht mehr. Und dann einfach mal eine Show sich anzugucken, wo man lose die Storylines ungefähr weiß und einfach eine Show um der Show willen sich anguckt, kann dann dazu führen, dass man jedes Match unvoreingenommen auf sich zukommen lässt und entsprechend ja genießen kann. Und hier waren 1, 2, 3 schon riesige Granaten dabei, würde ich sagen. Und mit 3 Stunden war es eins der längsten Takeovers, die wir hatten. Wir hatten auch so viele Matches drauf, wie, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon mal 6 Matches bei Takeover gab. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass das schon mal so war. Und keins wurde irgendwie zeitlich runtergecuttet. Das ist mir auch aufgefallen. Also im Main Roster hast du häufig auch mal so irgendwie 8, 9 Minuten Füller-Matches bei Pay-Per-Views. Hier nicht. Also hier hat jedes Match die ihm gebührende Zeit bekommen. Vielleicht war der Main Event ein Tick zu lang, aber es kam mir zumindest kein Match irgendwie zu kurz vor, oder? Ja, ich war überrascht. Ich habe nicht wirklich auf die Uhr geschaut, aber nach so 2,5 Stunden habe ich mir gedacht, okay, also das wird Overtime geben. Wir haben ja darüber diskutiert, ob es ja eines dieser ja doch tollen Auseinandersetzungen leider in die Pre-Show verbannt wird. Und ich habe die Pre-Show nicht gesehen, aber ich glaube, es gab kein Match in der Pre-Show. Richtig, absolut genau. Kein Match. Da war ich dann ein bisschen, ich möchte nicht sagen in Sorge, weil ich möchte natürlich, dass die wichtigen Matches die Zeit bekommen. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt bei keinem empfunden, dass sie eventuell noch mehr Zeit gebraucht hätten. Also ich denke, das haben sie wirklich gut aufgeteilt. Man kann natürlich über den Main Event reden, dazu kommen wir auch noch, aber ja, das haben sie offenbar wunderschön aufgeteilt, auch wenn 3 Stunden vielleicht zu viel ist, aber ich habe es bei dieser Show nicht so empfunden, weil einfach so unfassbare Leistungen gebracht wurden. Ja, sehe ich tatsächlich genauso wie du. Und ich habe auch jetzt hier auf die Uhr geguckt. Es ging mir erstmal darum, wie empfinde ich das? War ein Match zu kurz? Hätte es noch mehr Zeit gebraucht? Genau wie du habe ich so nicht empfunden. Und als ich dann die Matchzeiten dann statistisch mir mal angeschaut habe bei uns im Bericht, habe ich gemerkt, ja, das sind wirklich mal angemessene Matchzeiten. Da gibt es nichts dran zu ändern. So zumindest habe ich es wahrgenommen. Gehen wir mal rein. Mit dem Opener, ein Match, wo wir im Vorfeld noch so ein bisschen geunkt hatten, na, könnte es vielleicht dem Pre-Show-Opfer waren, zum Opfer fallen? Ist es nicht. Es war der Opener und wie ich finde, ein sehr gut getimter Opener. Um die North American Championship, Keith Lee als Champion trat gegen Dominik Dijakovic, wie viele Amis sagen. Ich glaube, Dijakovic ist nicht so verkehrt, wenn man es so ausspricht. Ist ja auch Wumpe. Die beiden haben gute 20 Minuten bekommen. Sie haben vielleicht schon mal stärkere Matches gezeigt. Dave Meltzer hat sowas angedeutet. Da ich diese Matches nicht gesehen hatte, konnte ich ganz entspannt diese Paarung, sag ich mal, erstmals genießen. Und es war eigentlich das, was wir im Vorfeld auch, für mich zumindest, was wir im Vorfeld erwartet hatten. Es war unglaublich stiff. Es war intensiv. Die haben sich da aufs Mat gehauen. Teilweise habe ich mich da New Japan-mäßig Ishii gegen, Mensch, wie heißt er denn, der bei Shibata trainiert hat und entsprechend wieder gut in Schuss gekommen ist. Ich komme gerade nicht auf diesen Hard-Hitter. Ist auch egal. genauso ging es da. Da ging es hart aufs Mat, unglaublich stiff. Du hast schon gesagt, sehr teilweise auch stuntmäßig intensive Aktion, wo man sich sagte, hui, geht man hier nicht vielleicht doch arg ans Limit und strapaziert die Grenzen? Das war auch im Main Event nachher, finde ich, auch noch sehr deutlich zu sehen bei 1, 2 Moves. Aber auch die Matchgeschichte hat mir hier gefallen. Gerade das Ende, wo dann tatsächlich Dijakovic versuchte, da seinen Finisher durchzubringen, dann aber der Rücken das nicht durchhielt, er dann entsprechend gehandicapt war, sodass Keith Lee kontern konnte und die Big Bang Catastrophe ansetzen konnte.
Ich fand das Match für das, was es war, richtig gut. Wieder hier fiel mir auf im Vergleich zum Main Roster. Da sind kaum Pausen. Da hat alles irgendwie seinen Sinn oder es ergibt alles seinen Sinn. Und keine Headlock-Phase um der Headlock-Phase willen, um da mal Pause reinzubringen, wo die Fans dann irgendwie wegdösen und du kriegst sie nicht zurück. Boah, runde Sache. 4 bis 4,25 Sterne würde ich hier locker geben. Ja, also mir schießen auch sehr viele jetzt Sachen in den Kopf, aber man muss sagen, es ist wirklich interessant, dass die bei WWE und das Eröffnungsmatch, das ist immer sehr wichtig, um die Fans abzuholen. Und man hat hier zwei Big Men gewählt, um richtig Stimmung zu machen und die haben das wirklich gebracht. Ja, es gab vielleicht ein, zwei Unstimmigkeiten, aber wie du schon gesagt hast, das war irre, Steve. Also ich habe ab und zu mich auch weggedreht. Das war irre, was die da sich angetan haben. Ich habe gleich am Anfang Keith Lee mit einer Hurricanrana und ich so, okay, gleich mal 2 Minuten im Match und ich werde komplett, falle ich vom Stuhl. Unfassbare Athletik und auch unfassbare Kondition von beiden. Ich glaube, jeder, der vielleicht irgendwie ansatzweise mal ein Wrestling-Training gehabt hat, weißt, wie schwierig und wie anstrengend das ist. Und die sind hier in Tempo gegangen. Du hast gesagt, keine Pausen, keine Headlocks, komplett volle Action. Die Zuschauer waren super cool drin, richtig fein. Ich war komplett drin. Die Aktionen waren irre von Dominik Dijakovic oder Dijakovic. Ich glaube, das ist Ansichtssache. Aber offenbar haben sie sich gut protected. Auch Dijakovic bei der Powerbomb, gleich mal die Hände an den Nacken. Und ja, verdienter Sieger. Keith Lee bleibt auf der Erfolgswelle und wir haben das schon angesprochen. Ein Mann, der, glaube ich, uns beiden sehr gut gefällt. Irres Charisma, irres Talent und ich habe vielleicht mir gedacht, dass er hier den Titel abgibt, um Adam Cole eventuell die NXT Championship anzutreten. Aber vielleicht haben wir noch ein paar, ja, ich sag's mal in Anführungszeichen, Mid-Card-Matches für ihn, um ihn dann vielleicht in höhere Card-Regionen zu schicken. Aber tolles Match, wunderbare Eröffnung, man ist super gut drinnen. Und ja, also ich bin durchaus zufrieden. Sternemäßig tue ich mir bei der ganzen Show schwer, weil wenn ich hier gleich 4,5 Sterne gebe, tue ich mir bei den anderen schwer. Aber locker über 4, locker. Also kein Problem, Meltzer sprengt ja gerne mal die 5-Sterne-Wertung. Also da musst du da nicht irgendwie schlechtes Gewissen haben. Aber locker, 4,5 locker. Also das Ende fand ich auch sehr gut, dass du es angesprochen hast. Das ist mir auch aufgefallen. Mir gefällt sowas. Ich liebe diese Kleinigkeiten in Matches. Das habe ich schon, glaube ich, in früheren Reviews gesagt, dass der Rücken nachgibt und er dadurch dann das Match verliert. Also eine Unachtsamkeit quasi, dass ihm den Sieg, die ihm den Sieg raubt, wirklich großartig gebuckt und ich war wirklich sehr zufrieden. Ja, Meltzer war hier bei 4,25, habe ich gerade noch mal kurz recherchiert. Geht für mich völlig in Ordnung. Ob man hier Absolut. 4, 4,25, 4,5, das sind Nuancen. Fakt ist, dass das ein starkes Match war. Was auch Dominik Dijakovic, glaube ich, durchaus nicht schlecht tut, dass er hier auf diese Bühne gekriegt hat. Auch die Inszenierung nach dem Match, wo dann entsprechend diese wir feiern uns gegenseitig und auch Keith Lee gibt ihm so ein bisschen das Rampenlicht. Das ist nicht verkehrt. Er muss jetzt irgendwie gucken, dass man ihn da bookingtechnisch auch den nächsten Schritt gehen lässt. Wo immer der auch hinführt, muss man abwarten. Ja, Dijakovic, vielleicht vom Charisma könnte es ein Problem werden. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen was. Er Eben. wirkt ein bisschen farblos vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Also es wirkt für mich auf den ersten Blick so. Ja, er ist kein Angel Garza, um das mal mit den Worten zu sagen, auf den wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen werden bei SmackDown. Ja, wir haben ihn ja letzte Woche schon ausführlich, ja, positiv hervorgehoben. Ja, also das war mal eine Bombe gleich zu Beginn. Richtig, richtig starker Opener und das ist eben so wichtig. Die Halle war auch unglaublich dankbar. Also die Crowd, die da war, die hat das ganze Event gefeiert und war da natürlich entsprechend gleich gut drin. Beim zweiten Match war ich etwas skeptisch, muss ich gestehen. Und zwar geht es um den Street Fight zwischen Dakota Kai und Tegan Nox. Ich wusste nicht, was ich davon erwarten soll. Zu häufig wurde mir betont, dass das der erste Street Fight von Mädels war bei NXT und was soll man da erwarten? Ich fand es richtig gut, dass schon beim Entrance von Tegan Nox Dakota Kai da
Out of the Dark kam und sie hinterrücks angegriffen hat. Das war, so musst du so eine Stipulation inszenieren. Du kannst sie dann nicht beide an den Ring kommen lassen, erstmal ihre Signatures machen und dann mit dem Headlock beginnen lassen. Das funktioniert so einfach nicht. Wenn, dann so. Prügelei um den Ring herum, durchs Publikum, dann in den Ring, dann entsprechend der Start des Matches. Und auch hier war ich überrascht, wie stiff und mit vor allen Dingen wie wenig Pausen die Mädels diesen Streetfight angegangen sind. Da ist ja das, sind ja manche Streetfight-Kämpfe im Main-Roster bei den Jungs langsamer und weniger intensiv. Die haben es hier wirklich, wie man sagen, die Amis, they were out for blood, die haben es wirklich wissen wollen hier. Auch da einige unglaublich intensive Moves, die teilweise auch vielleicht von der Ausführung nicht passten. Hier bestes Beispiel, der German auf die Mülltonne, der so nicht 100 pro, war es ein German oder ein Back Suplex? Ich glaube, es war ein German Suplex. Es war ein German. Genau. Ich weiß nicht, wer hat ihn denn gekriegt? Ich glaube, es war gegen Dakota Kai, die da unglücklich aufgekommen ist. Dakota Kai hat ihn gefressen. Genau. Meine Güte, das war schon übel. Aber wie gesagt, ich fand, also das Match hat mir deutlich besser gefallen, als ich es im Vorfeld erwartet hatte, dass man dann mit Raquel Gonzalez jetzt eine neue riesige Dame entsprechend debütiert, die jetzt ein Stable mit Dakota Kai macht oder alleine auftritt oder Dakota Kai als Übergangslösung bringt für den weiblichen Giant Gonzalez, muss man mal alles abwarten, was da passiert. Ich bleibe erstmal beim Match als solchem und ich bin hier mit Meltzers 3 Sternen nicht so ganz zufrieden. Für mich war es doch stärker. Ich bin hier bei 3,25 bis vielleicht, 3,5 würde ich hier auch geben, weil sie einfach unglaublich viel investiert haben. Tempo war auch drin. Die haben da die Halle nicht eine Sekunde zum Einschlafen kommen lassen. Also ich fand auch das Match richtig gut. Also ganz am Anfang, ich habe ebenfalls etwas Skepsis gehabt und dann kam dieses Promo-Video und das hat mich richtig abgeholt. Da war ich richtig gehypt. Ich hatte richtig Bock auf das Match. WWE kann das. Dieses war irgendwie noch insbesondere gut. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Und wie du schon gesagt hast, die Kleinigkeiten, die beiden hassen sich. Das wurde uns in den letzten Wochen mehrmals so präsentiert. Und natürlich warte ich dann nicht, bis die in Ruhe sich von den Fans feiern lässt, dass man angekündigt wird, im Ring sich anschaut, bis die Ringglocke läutet. Danke an denjenigen, der das gebucht hat. Und ich persönlich muss sagen, das war eines der wirklich stärksten Streetfights, die ich auch in den letzten Monaten und Jahren gesehen habe. Die beiden hatten gar keine Pausen. Die haben sich so richtig gegeben. Ich erinnere mich auch an einen Spot, da hat, glaube ich, Tegan Nox sich den Deckel der Mülltonne genommen oder umgekehrt und hat es der anderen über den Kopf geschmissen. Das war richtig laut und sah richtig hart aus. Wunderbar fast-paced. Ich war so gut drinnen, hat mir richtig gut gefallen. Da können sich wirklich auch Männer ein Stückchen abschneiden im Main-Roster. Was die als Street Fight und No Disqualification Matches jetzt mittlerweile durchgehen lassen, da lachen die beiden nur drüber. Das Ende ist wohl Geschmackssache. Ich hätte gerne ein cleanes Finish gehabt, weil die beiden fäden doch jetzt schon relativ lange. Ich habe kurzzeitig geglaubt, das ist Sonya Deville, warum auch immer. Haben viele geglaubt, ja. Ein bisschen größer ist sie geworden, aber sonst passt das schon so ein Bündel. Kann man so machen. Bin gespannt, wie es jetzt mit den beiden weitergeht. Ich glaube, es wurde ein Steel Cage Match zwischen Nox und Dakota Kai angekündigt. Ich hoffe, dass ich da jetzt keine Fehlinformationen weitergebe. Okay. Ich kann es nicht bestätigen oder dementieren. Ich habe es noch nicht gehört, okay? Und ja, Raquel Gonzalez, abzuwarten. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, ob es ein Stable wird oder ein Tag-Team oder ob Dakota Kai jetzt alleine weitermacht oder ob vielleicht eine von ihnen nach der Fehde sogar ins Main-Roster kommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ein großer Fan von Dakota Kai bin, schon lange Zeit. Ich finde, sie macht das wirklich gut, auch der Heel-Turn tut ihr gut. Und wie gesagt, ein tolles Match, 3,5 Sterne auf jeden Fall. Also 3 Sterne sind zu wenig, weil die haben sich hier wirklich abgerackert und ich habe jetzt auch nichts gesehen, was jetzt weniger Sterne für dieses Match andeuten würden. 3,5 auf jeden Fall. Drüber hätte ich jetzt auch kein Problem damit, weil ich wüsste nicht, was ich noch mehr haben wollen würde. Es war nämlich auch nicht zu lang.
Es war wenig Pausen, richtig krasse, harte Aktion. Also sehr empfehlenswert für jeden, der Streetfight-Fan ist, würde ich sagen. Ja, also du hast es sehr schön gesagt. Also die Streetfight-Stipulation nochmal hervorgehoben. Also ich bin generell, wie gesagt, kein Fan von Street Fight oder No Holds Barred oder No DQ Sachen. Denn wenn du die Stipulation ernst nimmst, dann holst du eine Eisenstange, haust dem Ding über den Kopf und dann ist er tot und dann hast du gewonnen. So, also die macht schon mal aus Logikgründen überhaupt keinen Sinn, diese Stipulation. Aber wenn du sie irgendwie zumindest mit dem Ansatz einer Realitätsnähe bringen möchtest, dann wäre es vielleicht doch schon gar nicht so blöd, diese Matches dann entsprechend kurz und stiff zu halten, weil einmal mit dem Hammer auf den Kopf und dann dich 5 Minuten erholen und der andere erholt sich, weil der Schlag so schwer war auszuführen, das glaubt ja kein Mensch. Also und deswegen fand ich's, war es für mich auch eins der besten Street Fight Matches, die ich unterm WWE-Banner gesehen habe bis jetzt. Und ja, keine Ahnung, wie Dave auf 3 Sterne kommt, aber er wird sich was dabei gedacht haben. Wir beide haben eine andere Auffassung davon. Also gerade weil man die Stipulation hier hat hochleben lassen, fand ich's richtig, richtig Auch gut. am Ende ziemlich hart, wie Nox aufgekommen ist. Der Tisch ist, glaube ich, nicht gebrochen, oder? Nee, Ja, angeditscht so ein bisschen, aber das sah das hart aus. war es ein Botch, muss es ja wohl. Sie sollte wohl durch den Tisch fliegen. Also niemals war der Spot so Ja. geplant. Ja, war hart, muss man sagen. War richtig hart. Sie ist auch unglücklich aufgekommen und eigentlich musst du da durch den Tisch gehen, um den Drive schon so ein bisschen abzufangen. Aber das ging dann voll auf die Kante und das ja, war nicht so schön. Stimmt. Drittes Match. Da haben wir beide im Vorfeld ein bisschen philosophiert. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, warum ich mich auf dieses Match nicht freuen kann, weil ich mag Johnny Gargano, bin aber jetzt nicht der größte Fan. Ich habe auch nichts gegen Finn Balor, muss aber gestehen, dass er mich im Ring kalt lässt. Beide sind absolut Hammer-Worker. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. So dass ich bei diesem Match gedacht habe, na, die werden wohl 20 Minuten kriegen. Hoffentlich. Im schlimmsten Fall wären sie mit 12 Minuten irgendwie in der Midcard abgespeist worden. Gott sei Dank hat man es nicht gemacht. Man hat ihnen mit über 27 Minuten hier eine ganz, ganz große Bühne gegeben und sie haben auch entsprechend dieses zeitlichen Rahmens performt und richtig einen rausgehauen. Das war rein von der Technik her und von der Umsetzung her, von der ja, von der pa vom Pacing her will ich es mal nennen, also das Matchtempo, wie man das Matchtempo inszeniert, habe ich da eigentlich wenig bis gar nichts auszusetzen. Und trotzdem wollte es mich nicht kicken, wie ich es im Vorfeld schon gesehen habe. Ich habe gedacht, oh, jetzt kommt hier ein spektakulärer Move, der kam auch. Und dann, oh, was kommt jetzt? Das war alles super. Aber irgendwie wollte es mich nicht mitnehmen, obwohl ich hier gar kein Problem habe, über 4 Sterne zu geben. Das war das Match nämlich allemal wert. Und trotzdem fehlte mir irgendwas, wie ich es im Vorfeld schon gesagt hatte. Du warst im Vorfeld eher angefixt oder warst sehr gespannt. Wie hast du es denn wahrgenommen? Ja, ich habe auch etwas darüber nachgedacht. Wir haben ein bisschen im Vorfeld darüber geredet und ich habe ja die NXT-Show geschrieben, wo es dieses Sit-Down-Interview gab zwischen den beiden und da war ich schon ziemlich hyped auf das Match. Und ja, Gargano ist ja niemand Unbekanntes, der ist schon mal relativ schnell für 5-Sterne-Matches zu haben. Und ich weiß nicht, nach diesem Streetfight und dem Eröffnungsmatch war ich schon ziemlich. Ja, nicht erschöpft, aber ich war schon so, okay, wow, wir haben nicht mal die Hälfte des Abends durch. Und dann kam die Grafik mit Gargano und Balor und ich war so, puh, jetzt muss ich mich da nochmal aufrappeln, weil das wird ein geiles Match. Und da fängt es bei mir schon an. Ich weiß, das Match wird großartig. Ich weiß, das wird ein Match of the Year-Kandidat. Und trotzdem habe ich mindestens 12 Minuten gebraucht, um überhaupt reinzukommen in das Match. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber die Fans, glaube ich, haben ebenfalls so empfunden. Die sind am Ende relativ gut wieder reingekommen. Und das ist schon gesagt, ihre Aktionen, wunderbare Abstimmung, ein großartiges Match, richtige Zeit auch. Vielleicht 2, 3 Minuten zu viel, aber da muss man jetzt nicht auf diese Sachen achten. Auch weit über 4 Sterne, weit über 4 Sterne und ich habe mir dann gedacht, Mann, wenn das erste Takeover ist, also vergessen wir mal alle davor, dann ist das hier wahrscheinlich so, wo ich sage, okay, Match of the Year, ganz klar, das hat meine Stimme. Aber dadurch, dass ich halt jetzt schon so viele Gargano-Matches gesehen habe und noch so viele Balor-Matches, irgendwas fehlt mir, wie du schon gesagt hast, um abgeholt zu werden. Aber das Problem, was ich habe, und ich denke, das ist das Größte,
Wenn mich jetzt jemand fragt, was fehlt dir denn? Dann könnte ich es nicht sagen. Ist es einfach, dass Balors Moveset vielleicht predictable ist? Ob wir wissen, was Gargano bringt, ob wir einfach eingestellt sind auf sowas. Ich wüsste nicht, was die beiden noch tun müssen. Aber ja, wie gesagt, man kann sich es auf jeden Fall anschauen. Wenn ich eine Promotion gründen würde, wären das wahrscheinlich auch locker die Namen, die ich in den Top 10 habe, um sie zu verpflichten. Sie haben alles, was man sich wünscht. Dieses Match hatte alles, was man sich wünscht. Aber ja, wie gesagt, du hast es schon angesprochen. Das Abholen hat auch bei mir hier nicht wirklich ganz funktioniert. Der Coup de Grâce am Ende war einer der besten, den ich gesehen habe von Balor. Habe ich so persönlich empfunden. Der war Ja, richtig der krass. war unglaublich stiff, sah er auch. Oh Also kaum, ja. kaum mit Abfederung, voll auf Johnny rauf. Das ist mir auch aufgefallen, Oha. ja. Ja, der ging. Ich weiß nicht, ob es bei mir irgendein Knacken war, aber ich habe vielleicht sogar irgendein Knacken gehört bei Gargano. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen würde. Ich bin natürlich sehr froh, dieses Match gesehen zu haben. Und vielleicht in 5 Jahren, wenn ich mal so genug Zeit habe, ach, schaue ich mir mal Portland, NXT TakeOver Portland an. Wenn ich dieses Match nochmal sehe und ein bisschen Wrestling-Pause hatte, dann werde ich wahrscheinlich sagen, oh je, Mann, das ist ein unfassbares Match. Was es ja auch tatsächlich war, das wollen wir ja gar nicht relativieren. Du hast Ja, es ja also auch nicht viel falsch mehrfach. verstehen, meine Lieben. Das Genau, hast du ist auch. mindestens 4,5 wahrscheinlich. Also, das Meltzer ist. gab 4,5 und das wollen wir Na, auch also, ja. betonen. Wollen wir auch betonen, dass das ein starkes Match war. Das ist jetzt auch schon so ein bisschen Fingerzeig auf die Diskussion, die wir nachher führen wollen. So Stichwort Overkill. Wie häufig kann man ein perfektes Match oder ein bärenstarkes Match sich angucken? Oder anders gesagt, wie viel Milchreis kannst du essen, bis du kotzen musst? Und Milchreis ist ja auch eine leckere Sache, so nach dem Motto. In die Geschichte wollen wir nachher weiter einsteigen. Deswegen Zwischenfazit als Match stark, also wie sie es geworkt haben, super. Was den Catchy- und Begeisterungsfaktor angeht, geht es bestimmt auseinander. Also Christian und ich sind da eben ein bisschen zurückhaltend. Wer jetzt Finn Balor oder Johnny Gargano-Fan ist, wird hier abgegangen sein bei dem Match, ne? Also hängt auch dann mit dem Mitfiebern und wie du es so schon immer nennst, vom Investieren ab. Was kann ich in einen Charakter investieren? Wo nehmen die mich mit? Wo fühle ich mich angesprochen? Wo fieber ich mit? Und da ich bei beiden nicht so drin bin, bleibt ein gutes Match, wie du es so gesagt hast, wo man das Moveset von manchen aber auch kennt. Man weiß, welche Signature wann kommen, ja. Und insofern war es hier eine ganz paradoxe Mischung. Auf der einen Seite habe ich mich an New Japan erinnert, ein bisschen langsamer Start, dann wurde es intensiver und Ja. spektakulärer, aber trotzdem auch wieder an ein typisches WWE-Main-Match, wo man bestimmte Sachen vorhersehen kann, wo es dann predictable ist. Eigentlich eine Mischung, die es nicht geben kann. Hier habe ich sie aber tatsächlich so empfunden, ein Stück weit. Gut, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber Immer. du hast etwas sehr Interessantes gesagt, weil das habe ich auch, das habe ich genau gedacht nach dem Match. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, wie hätten die beiden bei Ring of Honor gewirkt oder bei New Japan? Genau das habe ich mich auch gefragt. Und da bin ich auf den gleichen Entschluss gekommen wie du eben. Es ist von beiden etwas dabei, was eigentlich unmöglich ist. Aber ich habe mich gefragt, ich würde sehr gerne, wenn die beiden jetzt nächste Woche bei Ring of Honor zum Beispiel auftreten, welches Match sie zeigen würden. Also das wäre echt sehr interessant. Ja, in der Tat. Das müsste man einfach mal so. Ja, gut, man müsste gar nichts, weil es nicht passiert, weil sie Ja. beide bei WWE erstmal bleiben werden. Insofern ist es hypothetisch und lohnt nicht, drüber nachzudenken. Aber interessant wäre es natürlich schon. Was wäre, wenn, so diesen Gedanken anzustellen? Viertes Match: Women's Championship. Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Ich war skeptisch im Vorfeld, habe ich ja auch gesagt. Sie haben es wirklich stark gelöst, würde ich sagen. Also sie haben hier aus diesen 13,5 Minuten, die sie zur Verfügung gestellt haben, das, sag ich mal, intensivste, stiffste rausgeholt. Ich hatte das Problem, dass ich zu der Zeit irgendwie dann nochmal hier Wäsche machen musste und da ein paar Mal dahin gucken, dass ich ein paar Lücken leider bei diesem Match hatte. Deswegen übergebe ich hier kurz mal an Christian, der es deutlich intensiver wahrgenommen hat als ich. Ja, also du hast schon die Matchzeit angesprochen, die finde ich auch sehr wichtig, weil ich glaube, das war wichtig, dass die beiden nicht länger als 15 gehen. Rhea Ripley, haben wir schon beide gesagt, sind wir beide große Fans. Sie ist sehr gut im Ring, hat einen guten Charisma. Bianca Belair wird auch von der WWE sehr gut dargestellt, also Royal Rumble-Auftritt, Stichwort, auch die Kommentatoren erinnern uns die ganze Zeit daran. Und deswegen war ich schon
Ja, nicht skeptisch, aber ich war gespannt darauf, was die beiden bringen. Und ich muss sagen, das wird wohl auch für Bianca Belair das beste Match gewesen sein, das sie bei NXT hatte. Und es waren Aktionen dabei, die waren schon sehr krass. Also ich weiß nicht, zum Beispiel als Rhea Ripley over the top rope quasi getosst wurde. Sie war sehr weit oben in der Luft und dann mit den ja, auf den Beinen anzukommen am Hallenboden von so weit oben. Also da werden sich die Knie natürlich in 10 Jahren absolut bedanken bei Ripley. Ob das notwendig war, weiß ich nicht. Für das Match glaube ich nicht. Aber war auf jeden Fall eine krasse Aktion, an die man sich erinnert. Bezüglich Belair habe ich schon gesagt, irgendwas catcht mich nicht an dem Charakter. Und ich wüsste auch nicht was. Es ist einfach wohl Ansichtssache. Ich bin nicht ihr größter Fan. Dennoch war ich begeistert von ihrer Leistung, sowohl beim Rumble als auch bei diesem Match. Was dem Match vielleicht nicht so gut getan hat, war, dass wohl jeder Charlotte Flair erwartet hat und auch jeder Flair gegen Ripley sehen möchte bei WrestleMania und das vielleicht auch dem Charakter von Belair nicht so gut getan hat. Vielleicht quasi einfach so am falschen Ort, am falschen Zeitpunkt für Belair, weil wenn wir jetzt außerhalb der WrestleMania Season wären, hätte dieses Match vielleicht noch mehr Impact gehabt. Aber ich denke, die beiden haben hier ein tolles Match geliefert. Dennoch fand ich das Street Fight Match der Damen besser. Aber auch hier kann man locker die 3,5 Sterne auspacken. Und ja, am Ende dann der Eingriff. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal einzeln da eingehen wollen. Aber ja, Ja, sauberes Match. können wir ja machen. Also wie du gesagt hast, eigentlich haben alle auf Charlotte gewartet. Wir haben es in der Preview ja gesagt, wir gehen davon aus, dass sie hier eingreifen wird, ob sie matchentscheidend eingreifen wird oder nach dem Match. Das war so ein bisschen offen, aber für uns war eigentlich klar, sie wird eingreifen und alle haben es entsprechend auch erwartet und so kam es dann ja letzten Endes auch. Lotte ging bei Raw auch drauf ein und jetzt wird man es hinverwalten, bis man bei WrestleMania entsprechend dann dieses Match bekommen wird. Charlotte gegen Rhea Ripley. Ich bin gespannt, muss gestehen. Ich bin genauso euphorisch optimistisch, wie ich pessimistisch hier ein bisschen Wasser in den Wein gießen würde, weil das kann sowohl als auch werden. Das kann ein Rohrkrepierer werden, es kann richtig geil werden. Ich lasse es gerne auf mich zukommen. Freue mich aber drauf, weil es was Neues ist. Rhea Ripley, Schwachsinn, Bianca Belair, habe ich irgendwie gar keine Bedenken, dass die ihren Weg gehen wird, wenn man sich vor Augen hält, was denn das Ziel dieses Weges sein wird. Es wird nicht der Star der Women's Division sein, das glaube ich einfach nicht. Aber sie wird im Main Roster eine Rolle spielen können. Allein schon mit ihren langen Haaren hat sie so eine Signature-Geschichte, die sie von anderen ein bisschen abhebt. Und das reicht immer, um in der Midcard Gegenteil der Shows zu sein. Vielleicht darf sie irgendwann mal Tag-Team-Title halten. Vielleicht mal kurzzeitig einen Main-Roster-Title unter uns. Der hat doch eh keine Relevanz. Da ist der NXT-Title deutlich relevanter, so komisch das klingen mag. Aber um sie mache ich mir keine Gedanken, weil sie auch geschützt wird von WWE. Vince mag sie. Sie ist attraktiv. Sie ist breitschultrig, muskulös. Das reicht. Die wird safe sein, ohne eine Rhea Ripley oder Charlotte oder wer auch immer zu sein. Das denke ich schon. Ja, sonst habe ich zum Eingriff gar nicht viel zu ergänzen. Ja, also du hast es schon wirklich wunderbar zusammengefasst. Das Einzige, was ich noch dazu hinzufügen würde, ist die Frage, wie welche Stelle dieses Match bei WrestleMania einnehmen wird. Also die Gefahr bei WrestleMania ist natürlich, dass aufgrund der Länge etwas untergeht. Und ja, ich weiß nicht, ob sie eher in der ersten Hälfte der Show sein werden, ob man sie vielleicht sogar in den Co-Main Event platziert. Das kommt dann natürlich auch auf das Raw Women's Championship Match an. Das ist wohl das Problem bei WrestleMania, dass man mit der Länge der Show sich schwer tut, vielleicht wirklich mal für einen besonderen Moment zu sorgen. Und ich glaube, das wäre die ultimative Gelegenheit für WWE hier, Rhea Ripley, diesen Moment zu geben, um eventuell mal auch Charlotte bzw. Becky ein bisschen auszuhelfen, dass die beiden nicht alleine dieses Roster tragen müssen, was sie im Moment leider tun. Und da bin ich gespannt, auch ob Bianca Belair vielleicht noch eine kleine Rolle spielt in dieser Fehde. Wir haben ja noch 45 Tage, 44 Tage bis WrestleMania, also genug Zeit, viele Shows. Ich bin gespannt, was man da mit den dreien oder eventuell nur den zweien noch vorhat, aber ich freue mich auf das Match, das ist schon mal definitiv klar. Ja, ich bin auch, wie gesagt, ziemlich gespannt drauf. Und auf deine Frage, wo packt man es hin? Würde ich sagen,
ist eigentlich ziemlich egal. Also zumindest wenn WrestleMania in diesem Jahr wieder so wird wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr war ich ja live dabei. Und du kannst, so habe ich die Show wahrgenommen, die aus zwei Perspektiven wahrnehmen. Entweder du bist ein WWE-Fan und feierst das irgendwie sowieso alles und feierst auch dich selbst, weil du Gegenstand der Show jetzt bist und hast eine gute Zeit und freust dich einfach. Dann bist du bei jedem Match mehr oder weniger gleich begeistert, bis auf die, wo du eben deine Favoriten noch so drin hast. Ansonsten, wenn du das nicht hast, dann guckst du jedes Match gleich an. Also Jens und ich sind ja beide bei WWE ein bisschen reservierter. Wir haben uns da einfach die Show angeguckt, was gefehlt hat. Wir hätten noch einen Grill hinstellen können, ein paar Würstchen raufschmeißen, dann ganz gemütlich mal grillen, dann da gucken, dann mal ein Bier trinken. Dann ist es eigentlich mehr oder weniger völlig egal, was da für eine Match-Ansetzung kommt. Und von dem Hintergrund, wenn das wieder eine 5-Stunden-Show wird, da geht alles unter. Also da wirklich, da hat man auch den Hallo-Wach-Effekt, wo dann Rollins von Lesnar den Titel geholt hat als Opener. Fand man super, war nett, aber es war eben auch nur ein Teil der Show und sonst stand da nichts hinter. Beim Main-Event wollte man einfach nur noch raus, weil man müde war und nach Hause wollte. Sprich, das ist eigentlich völlig egal, wo das Match platziert wird. Ja, gut. Alles klar, ja. Dann kam das Match, auf das ich mich im Vorfeld sowas von gefreut habe. Ich habe es ja auch in der Preview gesagt. Das NXT Tag Team Championship Match, die Broserweights gegen die Undisputed Era. Also, dass die beiden Herren O'Reilly und Fish Tag Team-mäßig so unglaublich gut sind und eine Matchgeschichte erzählen können. Und wie wir auch in der Preview gesagt haben, von der ersten bis zur letzten Sekunde sailen auch noch darüber hinaus. Und auch wenn sie nur im Tag-Bereich stehen, also außerhalb des Rings und nicht aktiv gerade worken müssen, die sailen ja alles. Die sailen ja jeden Move, jede Regung, das ist ja Hammer. Ich war ein bisschen gespannt, wie auf dieser Bühne die Broserweights funktionieren. Und wie sie mit der Undisputed Era harmonieren werden. Und es war genau das, was ich erhofft habe. Ich habe, glaube ich, ganz, ganz selten in einem Tag-Team-Match erlebt, dass wirklich da so gut wie gar keine Pause drin war. Das war ja, wenn man einen Kampf simulieren möchte, und das will man beim Wrestling ja ein Stück weit, dann kam diese Inszenierung einer solchen Simulation doch relativ nah. Die haben da ja herrliche Tag-Team-Work gemacht, also dann schnelle Tags, viele Tags auch, was ja eben Sinn macht bei so einer Stipulation, dass du dich kurz ausruhst und dann wieder eintacken lässt, wenn der andere gerade was gemacht hat. Alles hatte irgendwie, auch hier, ergab alles aus meiner Sicht wieder einen Sinn. Unglaublich stiff, unglaublich intensiv, viel auch wieder diese Streetfight-Atmosphäre, die ich dann beim Streetfight-Match ja auch schon gesehen habe. Also das war ein Kampf, der uns da inszeniert und simuliert wurde, wo man gemerkt hat, beide wollen gewinnen und egal wie, Hauptsache wir gewinnen diesen Kampf so, dass wir hier entsprechend, ja klar, wenn man einen Kampf gewinnt, geht man immer siegreich raus, aber so habe ich es hier wahrgenommen. Ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich ein ähnlich gutes Tag-Team-Match gesehen habe, muss bei TakeOver gewesen sein, natürlich. Wahrscheinlich. Und es wird auch schon ein paar Tage her sein. Aber das sind so diese TakeOver-Tag-Team-Matches, wo wirklich alles geht. 4,5, 4,3 Viertel würde ich vielleicht auch hochgehen. Matt Riddle Stern ist hier gnadenlos aufgegangen, finde ich. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Hammer, Hammer, Hammer Match. Bestes Match des Abends für mich. Sogar deutlich. Und wir sind drei Dinge, die ich sagen möchte zu diesem Match. Also das Einzige, was mir nicht gefallen hat, und das ist komplett Geschmackssache, war das vor dem Match, diese Promo von Riddle. Das brauche ich nicht. Es ist ein Titelmatch bei einem Pay-Per-View. Da würde ich schon gerne ein bisschen mehr Intensität. Ich kann auch nachvollziehen, dass man diese Promo bringt. Meint sie es nicht? Vielleicht bin ich hier auch zu alt, ich weiß es nicht. Nee, da gehe ich mal kurz mit. Sehe ich genau wie du, ich bin zwar noch ein Ticken älter als du, aber unabhängig davon, ob man alt ist oder nicht, war es einfach der typisch bescheuerte Vince McMahon-Humor. Ja, das wollte ich sagen. Genau das ist dieser Vince McMahon-Humor, der das Ganze so schlecht macht. Und ich hoffe, dass es Vince war. Ich hoffe nicht, dass es jemand war, der vielleicht in Zukunft ein bisschen im Main-Roster mitmacht. Da würde ich weinen, weil das war genau Vince McMahon. Es war ein kleiner Joke, der bei NXT in einer Show, das passt, das kannst du ruhig bringen in der NXT-Show. Aber dann dieser Overkill, du reizt es aus, bis wirklich jemand dann sagt, hey, okay, wir verstehen es, ist Bobby Fish und ja. Deswegen, das hat mir nicht so gefallen, aber danach
Das war unfassbar. Also wenn ich eine Wrestling-Schule habe, dann nehme ich dieses Match, wenn wir bei einer Tag Team sind, dann nehme ich dieses Match und zeige es denen und sage: Jedes Mal, wenn ihr schlafen geht, schaut euch dieses genaue Match an. Und wenn ich dann beim Singles-Competitor bin, dann sage ich den Leuten: Schaut euch Kyle O'Reilly an. Schaut ihn euch an bei der Entrance. Schaut ihn euch an, wenn er nicht im Match ist, sondern beim Tag Rope oder außerhalb. Das ist unfassbar. Der Mann sellt, der Mann ist, sagen wir, das Match dauert 18 Minuten. Ich glaube, es hat 18 Minuten gedauert. Er ist 18 Minuten in diesem Match. Er hat keine Pause. Auch wenn man glaubt, er macht nichts, er macht etwas. Und ich bin ganz großer Kyle O'Reilly-Fan, weil er einfach so investiert ist in seinen Charakter, in seinem Selling, in seinen Moves. Das ist absolut großartig. Und das macht ihn in der gesamten Roster nur ganz wenige nach. Seine Art und Weise, wie er das macht, das gefällt mir richtig gut. Und bestes Match des Abends. Und wie gesagt, dieses Match sollte man aufstrebenden Wrestlern zeigen, wenn sie im Tag Team-Bereich anfangen wollen. Und das können auch nur ganz wenige mit dieser Intensität 17 Minuten lang so durchziehen. Das war, boah, das war schon großartig. Ich wollte mal kurz nachfragen. Du hast gesagt, drei Sachen, wo du Kritik ansetzen würdest. Das erste war das vor Ah, dem Match. Was waren die anderen das, beiden? nee, ich habe gesagt drei Sachen, die ich gerne zum Match sagen würde. Das Ah, erste okay. war die Kritik und die anderen beiden Sachen waren eben die Tag Team Sache und Kyle O'Reilly. Ich hoffe, dass ich habe, das ist ein bisschen blöd rübergekommen. Nee, Nee, dann nur habe ich die es einzige verstanden. Kritik war diese Pre-Match-Promo quasi. Das andere waren diese zwei Dinge, die ich unbedingt loswerden wollte zu Riley und dem Tag Team Wrestling. Ja, also für mich war es auch das beste Match. Ich hätte fast gedacht, wenig überraschend oder wie zu erwarten, das beste Match. Aber ich habe es im Vorfeld erhofft und eigentlich auch erwartet, dass aus meiner Sicht das beste Match des Abends wird. Das kann man immer und immer wieder gucken und es wird einfach nicht alt, glaube ich, weil diese Art der Inszenierung, es hat so gar nichts mit dem WWE-Stil zu tun. Das war auch so unglaublich erfrischend. Das ist so weit weg vom Main-Roster, diese Art der Matchführung. Nee, Ah. das kannst du auf Wrestle Kingdom packen und genauso stehen lassen. Ja, absolut. Ja, und dann kam der Main-Event. Adam Cole gegen Tommaso Ciampa. Wir haben hier über 33 Minuten bekommen. Und was mir auffiel, diese ja, Abtastphase, die so große Matches häufig haben, habe ich hier tatsächlich nicht so intensiv wahrgenommen. Also vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich hatte das Gefühl, dass es relativ schnell, relativ stiff und intensiv schon zur Sache ging. Und danach haben sie sich ja ja, gegenseitig geschlachtet, gekillt und man kommt eigentlich gar nicht dazu, diese Moves alle aufzuzählen. Man kann nur, wenn man das versucht, Sachen vergessen. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war dieser unglaublich großartig ausgeführte, was auch ein German auf das Kommentatorenpult, wo es so aussah, als ob Ciampa mit seinem verletzten Nacken aufgekommen ist. Aber wenn man es in der Boah. Zeitlupe gesehen hat, der war so gut getimt, dass es da wirklich auf den Rücken ging und weg vom Nacken, was immer noch unglaublich gefährlich ist. Und Ich will ja, das jetzt unfassbare Aktion. Gar nicht irgendwie jetzt relativieren. Aber so wie die beiden dieses Match geworkt haben, es war unglaublich krass und trotzdem hatte ich nie Angst um die beiden. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil es gab genug Gelegenheiten, wo man hier hätte panisch werden können. Ich fand's großartig. Ich fand's richtig, richtig gut. Auch hier 4,5 bis 4,75. Ich will gar nicht, wie gesagt, anfangen, hier die wichtigen Sachen zu bringen. Was für viele ein Downer war, war zum einen der Eingriff der Undisputed Era. Das wird langsam alt, in Anführungszeichen. Man kann die Uhr danach stellen, dass sie kommen, wann sie kommen. Es war mir auch einfach zu viel, wie oft dann da sich Ciampa gegen alle drei wehren konnte und sie alle im Griff hatte und trotzdem kurz vorm Sieg stand. Dann kam Gargano dazu und hat dann erst den Gürtel weggenommen. Dann hat er dann mit Ciampa einen über den Dez gehauen, der war dann angeschlagen. Und dann kam der Pinfall und die Undisputed Era haben, glaube ich, gefühlt 100 Minuten noch gefeiert in der gleichen Pose. Mussten sie ja immer noch so dann entsprechend inszenieren zur Hardcam. Also ich muss sagen,
das Match als solches war großartig. Also das war ein Klassiker hier. Das möchte ich auch nicht irgendwie falsch verstanden haben. Du hast es so schön gesagt, wann ist ein Moveset ausgereist? Man weiß, welche Moves Cole und Ciampa bringen. Man weiß, dass sie kommen. Ja, insofern will ich auch hier das gar nicht disrespektierlich sagen, aber es wirkt manchmal schon wie eine Checklist der großen Moves plus etwas, was man noch nie gesehen hat bei dieser Art von Matches, was einen gewissen, ja, Bekanntheitsgrad oder Gewöhnungseffekt dann auch mit sich bringt. Aber unabhängig davon war das Match eine Bombe. Was ich nicht brauche, ehrlich gesagt nicht brauche, auch wenn da der Payoff ja vielleicht noch aussteht, für mich ist der schon längst durch, ist Gargano jetzt gegen Ciampa schon wieder. Ganz ehrlich, brauche ich nicht. Die Fehde war intensiv, sie war ausführlich, sie war auch am Ende, finde ich, ein bisschen über ihren Zenit, wie das jede Fehde nun mal ist. Muss ich nicht zwingend haben. Viele Fans werden es anders sehen. Es gibt auch genug Gründe, warum man das nochmal machen kann. Aber es ist für mich der vierte Aufguss von so einem grünen Tee, in Anführungszeichen. Ja, dieses Match hat wirklich sehr viele Aspekte, die man besprechen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Match an sich, und das ist der Unterschied, glaube ich, zu Balor und Gargano. Ich bin halt ein Undisputed Era Fan und Adam Cole mag ich sowieso, also einer meiner Liebsten. Deswegen war ich hier investierter, sagen wir es mal so. Auch die Entrance Music ist für mich natürlich ziemlich cool und da bin ich gleich mal drinnen schön. Und dieses Adam Cole Bay Bay, wo die Zuschauer mitmachen, das ist schon für mich, wo ich sage, okay, ja, das Match kann beginnen, ich bin bei euch. Ja. Wo es interessant wird bei dem Match ist, warum es nicht 5 Sterne bekommen, warum es nicht das Beste für mich ist, sind eben diese Sachen wie die Eingriffe. Also NXT ist natürlich jetzt nicht unbekannt für Overbooking im Main Event. Also ich habe da schon krassere Sachen gesehen, was da alles an Eingriffen gab. Und hier gab es sie eben auch. Und wie du schon gesagt hast, man konnte es erwarten. Und deswegen kann man diese Pinfalls davor auch nicht wirklich abkaufen. Und das tut dem Match ein bisschen tut dem Match nicht gut. Wobei ich hier kurz eingreifen möchte, ein, zwei Nearfalls habe ich sogar gekauft, muss ich gestehen. Hätte ich auch gedacht, okay, wenn jetzt Schluss ist, nehme ich den ab sozusagen. Es waren nicht viele, aber ein, vielleicht zwei, kurz vor der Undisputed Era. Ich hätte gedacht, Mensch, geil, endlich mal ein Main-Event ohne Eingriff. Die Zeit war auch schon fortgeschritten, wir waren ja schon weit über der 25-Minuten-Marke. Ja. Man hätte es machen können. Also ich war doch halbwegs drin, muss ich gestehen, ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht nach diesem Ende, wenn man sagt, wenn das jetzt hier beenden, ob wir nicht vielleicht hier mit den besten Matches abends gehen, deswegen. Ja, in der Tat. Das wäre dann wohl für viele so gewesen, genau. Genau, ja. Und dann kam der Eingriff und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber bei Eingriffen schalte ich ein bisschen ab. Ja, ich auch, vor allen Dingen bei Main Events. Jawohl, Main Event, das ist das Stichwort. Ich bin halt noch immer so, ich schaue halt auch gern UFC. Und da ist der Main Event ein Main Event. Du fieberst dahin und du weißt, da ist kein Bullshit. Ja? Es ist der größte Titel dieses Rosters. Das sind die zwei besten Competitor, der Champion, der Number One Contender. Die machen es unter sich aus. Ja? Und bei Eingriffen bin ich dann so, okay. Und dann bin ich weg. Dann schalte ich ab und schaue mir dann an, was noch kommt. Ob dann noch ein Face kommt und dann kam halt Gargano. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst, dass er für Ciampa, dass er quasi den Heel-Turn macht und das ist dann passiert und dann war ich so, schade. Schade. Dazu komme ich noch. Das Match an sich locker, 4,25 Sterne, 4,5, weiß ich nicht. Also da würde ich nicht 4,5 geben. Das Ende hat mich wirklich nicht so gecatcht. Haben die beiden auch nicht verdient, finde ich. Vor allem Ciampa und Adam Cole, was die da geliefert haben. Zu Ciampa selbst. Unfassbar, wie der sich tötet nach solchen Operationen, die der hinter sich hat, dass man da nicht Angst hat. Also da sieht man mal, wie sehr der in diesem Sports Entertainment drin ist oder Wrestling vielmehr. Der liebt das und der geht über seine eigene Leiche quasi. Aber auch Adam Cole, alle seine NXT-Titelmatches, das ist unfassbar, was die sich antun. Also die werden in 20 Jahren ihren Körper spüren, holla. Das wird richtig, richtig krass. Also da hilft auch die Eiswanne nicht mehr. Und ja, das Ende, du hast es gesagt und ich bin vollkommen deiner Meinung.
Wir haben eine wunderbare Fehde gehabt zwischen Ciampa und Gargano. Ich fand auch, die war damals, schon damals haben Leute gesagt, das ist zu viel, kann ich auch nachvollziehen, aber für mich war es perfekt. Wir hatten unfassbar krasse Matches mit einem wunderbaren Ende, finde ich. Also es ist für mich abgeschlossen gewesen, die haben sich alles angetan, was man sich antun kann, jede mögliche Stipulation, jeder mögliche Turn war schon drinnen. Und das ist zu viel und es ist schade, weil diese Fehde zwischen den beiden geht für mich auch ein bisschen in die Geschichte der WWE ein, wenn man sich große Fehden in Erinnerung ruft, ja. Und dadurch tun sie dem ein bisschen weh. Also wenn sie jetzt das nochmal aufgießen und sie werden es tun, wüsste ich auch nicht welche. Weil also ein normales Singles-Match kannst du ja jetzt nicht machen. Also das wäre ja irgendwie, weil warum? Warum? Es geht nicht um den Titel. Das Einzige, was man vielleicht mit den beiden vorhat, ist vielleicht das allererste Hell in a Cell Match bei NXT. Ich weiß nicht, ob es jemals eines gab bei NXT. Das ist die einzige Matchart, die dieses Match vielleicht noch machen könnte, um einen Step quasi höher zu gehen. Aber selbst das braucht es nicht. Und ich weiß nicht warum, weil man hat genug andere Alternativen. Das ist ein vollgepacktes Roster. Aber man bringt es und ich verstehe mich nicht falsch, die Matches werden gut, ja, und die werde ich mir auch anschauen und ich bin auch gespannt, was man bringt. Jetzt natürlich in etwas verkehrteren Rollen, so zumindest sieht es aus, aber ein bisschen Enttäuschung war dann schon, weil bis dahin hätte ich locker, vor allem nach dem Tag Team Match gesagt, es ist das beste Takeover. Aber nach diesem Match ist es für mich leider nicht mehr der Fall. Ja, also das Beste ist es für mich tatsächlich auch nicht, aber es ist immer noch eines der besten überhaupt und die Takeover-Messlatte ist ja eh sehr, sehr Ja, hoch. ja. Ja. Ich bin bei diesem Match hier trotz allem auch bei 4,5, 4, 3 Viertel, vielleicht irgendwo dazwischen, weil sie so unglaublich hart gearbeitet haben und so akkurat und gut auch geworkt haben. Das war schon stark. Dass sie jetzt dieses blöde Finish da drin hatten, das haben die sich ja nicht ausgesucht. Im Zweifel glaube ich das zumindest mal, dass sie sich nicht ausgesucht Ja, haben. glaube ich auch Das nicht, ja. wird ja, und selbst wenn, werden die sagen, ja schön, dass ihr euch das aussucht, aber wir entscheiden mal, was ihr macht. Also dann haben die eh, das Mitspracherecht wird überschaubar sein bei denen. Und von daher kann ich deine Ansätze verstehen, bin da aber noch etwas ja, milder oder großzügiger in Bezug auf die Gesamtwertung, weil es eben einfach solche Matches sieht man so häufig nicht, auch nicht bei WWE und den Takeover-Shows. Andererseits gebe ich dir dann insofern dann wieder recht, hat man das gerade von Ciampa, Cole und Gargano dann doch schon ein paar Mal gesehen und wie wir immer so schön sagen, in Insiderkreisen nach fest kommt ab. Du kannst eine Schraube nun mal nur so weit drehen, bis sie fest ist und sonst bricht sie eben raus. Das heißt, irgendwann bist du am Limit dessen angelangt, was auch die besten Worker leisten können. Und so hart es klingt, dann kommt dann ein gewisser Wiederholungseffekt rein, wenn du es immer und immer wieder bringst. Und das ist dann für die Worker schade, weil sie noch immer einen Tick höher gehen. Aber es wird einfach, obwohl sie immer noch ein Level draufpacken, wird es vielleicht als abnehmend interessant wahrgenommen, weil man 95% ja schon mal gesehen hat. Also so paradox das klingt, sie riskieren mehr, aber der Ertrag geht vielleicht sogar zurück. Und ja, es ist dann eben, wie es ist. Trotzdem, war schon eine geile Show. Ja, also ich glaube, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu negativ durchgekommen. Leute, das war eines der besten Takeover. Also locker in den Top 5, ganz locker, vielleicht sogar Top 3. Weil ich erinnere mich an den Main Event von Andrade gegen Gargano, für mich eines der besten Matches überhaupt bei NXT zum Beispiel. Also unfassbar geile Show. Also das kann man sich anschauen. Also nehmt euch die 3 Stunden, wirklich, schaut euch auch alles an. Es gab keinen Downer. Und das geht auch flüssig durch. Es ist kein kurzweiliger Effekt. Und ich denke mal, das ist auch alles Ansichtssache. Leute, die Gargano-Fans sind und Ciampa-Fans sind, werden sagen, ja, geil, noch mehr. Und das ist auch okay. Nur für mich, ich habe ein bisschen Angst um die beiden, weil die haben sich ja schon bei der ersten Fehde, in Anführungszeichen, die haben sich ja fast umgebracht. Also, wie weit kann man da noch gehen? Also, ich habe ein bisschen Angst um die Gesundheit der beiden, weil ich glaube, dass auch die meisten Verletzungen der beiden sogar in diesen jeweiligen Matches passiert sind, beziehungsweise im Aftermath von einem Match. Also, ich bin gespannt, was die sich einfallen lassen, aber ganz ehrlich, wunderbares Takeover und vor allem nach diesem Tag Team Match, wenn du dann, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Weeklies, wenn du dann dort das Tag Team Match bei Raw im Main Event siehst, denkst du dir, boah, Leute, ihr seid ganz weit weg.
Ja, so ist es dann ja auch, ne? In der Tat. Ja, das ist halt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele NXT und Main Roster schauen, aber es werden schon einige sein und das ist dann schon so, du fliegst ins kalte Wasser. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ja. Du hast gerade gesagt, kommen wir auf die Weeklies zu sprechen. Nee, kommen wir tatsächlich erstmal noch nicht, denn die möchte ich nach diesem Takeover nicht ganz mit Ignoranz Ah ja, tut mir leid, strafen. ja, tut mir leid. Nö, macht ja nichts, das war eine gute Überleitung. Nicht ganz mit Ignoranz strafen, aber ich möchte kurz erläutern, warum wir die Weeklies heute ein bisschen kürzer ansprechen, beziehungsweise vielleicht sogar nur sehr, sehr kurz. Denn es nimmt so ein bisschen oder es knüpft an unser Gespräch zu NXT Takeover an. Christian brachte es gerade sehr schön auf den Punkt. Wir haben hier eins der besten Takeover überhaupt gesehen und das Niveau der Takeover ist auf einem Level, da ist das Main Roster so weit von weg. Und trotzdem habt ihr gerade gemerkt, obwohl wir sagten, es ist eins der besten Takeover, also Creme de la Creme, dass unsere Stimmlage häufig gar nicht so hoch ging und wir sogar eher noch Wasser im Wein zum Gegenstand der Diskussion gemacht haben und alles, was gut war oder sehr gut war, zwar angesprochen haben, aber irgendwie den Fokus teilweise auf das gelegt haben, was uns dann nicht so gut gefallen hat. Das haben wir tausendmal versucht zu relativieren, dass es trotzdem großartig war, aber es war ja nun mal nicht zu leugnen, dass wir es entsprechend so rübergebracht haben. Das bringt uns jetzt zu diesem Thema, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir eine der besten Shows überhaupt sehen und ihr uns hier nicht voller Begeisterung ins Mikro sabbern hört, so nach dem Motto? Stichwort. So viel Wrestling wie jetzt war noch nie, habe ich ja in der Einleitung schon gesagt. Wir haben jetzt mittlerweile mit Raw und SmackDown zwei gleichwertige Formate. Genau genommen hat SmackDown, was die Mainstream-Resonanz und die Ratings angeht, Raw schlicht überholt, wenn auch nicht radikal doll, aber so 200.000, 300.000 Zuschauer liegen dann manchmal dazwischen schon. Auf jeden Fall kann man sagen, sie sind gleichwertig, vielleicht SmackDown einen Tick vor. Dann haben wir mit NXT mittlerweile auch kein WWE Network Format mehr, sondern auch ein entsprechendes Format, das im Free TV in Amerika läuft. Dazu AEW und New Japan und was es da alles noch gibt. NWA Power ist ein YouTube-Only-Format, hat auch Probleme mittlerweile, kann man ja auch ruhig so sagen. Ring of Honor hat Probleme, obwohl die Geld rausschmeißen ohne Ende. Ich meine, Marty's Girl verdient über 1 Million im Jahr mit dem neuen Vertrag. Also irgendwie sind sie alle dabei, mischen kräftig mit und kämpfen trotz der Tatsache, dass das Free-TV-Format, so wie wir es kennen, langsam aber sicher rückgängig ist, ja vielleicht sogar im Sterben liegt, das will ich alles gar nicht jetzt so darstellen. Aber obwohl die Zukunft bei Netflix, Prime und wie die ganzen Streaming-Dienste heißen, anzusiedeln ist, macht man so viel Geld mit Wrestling wie noch nie. Das ist einfach so. Und deswegen krallen auch alle Formate, TV-Sender, nach irgendwelchen Wrestling-Shows, wie es denn geht. AEW, habe ich ja gesagt, da wird gemunkelt, eine zweite Show zu bringen mittlerweile. Stichwort, wozu führt das? Boom oder nicht Boom? Jetzt haben wir mit Takeover eine der besten Shows gehabt und obwohl wir begeistert waren, hat sie uns nicht aus den Socken gehauen. Das klingt jetzt völlig bescheuert und widersprüchlich, was ich da gerade sage. Aber es ist tatsächlich so. Wie siehst du das, Christian? Also ich habe da mal schon eine Meinung zu gehabt. Ich würde dich diesmal gerne als erstes zu Wort kommen lassen. Dann sag ich was dazu, denn wir hatten das Thema ja schon ein, zweimal. Ja, es ist ein unfassbar interessantes Thema und wir beide haben im Vorfeld kurz schon angefangen zu reden und es ging schon, also ich bin schon abgeschweift und Ja, ich muss dich schon abgeschwiegen. bremsen, ja. Ja. Es ist insofern interessant, weil wenn ich mir jetzt persönlich mal meine Woche anschaue, und ich mache es auch gerne, aber ich habe in einer Woche schreibe ich den Bericht für Monday Night Raw. Wenn ich dann irgendwann einspringe, NXT, dann mache ich auch NXT UK, 205 Live. Das ist schon unfassbar viel Wrestling. Und wir sind 2020, es wird in jeder Show zumindest ein Match geben, was wirklich gut ist. Also die Talente im Roster und die Qualität der Matches sind wirklich unfassbar. Also wenn ich mich erinnere, als ich angefangen habe, 2003, das war nicht der Fall. Also das war, es ist wirklich unfassbar, an was für eine Qualität wir sind. Und dieses Takeover, ich meine, ich gehe schon so weit, dass man sagt, das ist wahrscheinlich Wrestling-Perfektionismus. Also ich wüsste auch nicht, was man noch mehr bringen kann. Das habe ich auch vorhin gesagt. Was sollen Balor und Gargano noch machen, um mich abzuholen? Und deswegen bin ich auch ein bisschen, ja, vielleicht bin ich auch ein
einfach zu lang dabei und man braucht eine Pause, weil mich würde auch interessieren, wie zum Beispiel jetzt ein ja, 14-jähriger WWE empfindet oder AEW, weil wir haben ja immer, oder ich habe gefordert, beziehungsweise der Großteil der Fans hat ja immer gefordert, ja, wir wollen bessere Matches, wir bekommen bessere Matches. Ja, wir wollen etwas anderes als WWE, wir bekommen AEW und trotzdem will es irgendwie nicht, man will einfach nicht glücklich sein und ich weiß nicht, ob es ein Overkill ist, es wäre vielleicht zu einfach, aber wenn man jetzt so wie ich und ich weiß nicht, wie bei dir ist ja auch schon eine Zeit lang, dass man WWE bzw. Wrestling schaut, ich meine, ich habe mich ja auch noch zu meiner Zeit, als ich nur WWE geschaut habe, war ich schon ein bisschen überfordert und dann wird dein Horizont halt erweitert durch New Japan und damals Ring of Honor. Ring of Honor war unfassbar und auch TNA damals zu ihren besten Zeiten, bevor Hogan und Co. Entschlossen haben, das zugrunde zu machen. Es ist einfach die Zeit als Mark vielleicht war etwas Besonderes, weil ich erinnere mich sehr gern zurück an die ja, erste große Fehde, wo ich auch wirklich mitgefiebert habe und auch wirklich gedacht habe, meine Güte. Und das war Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio, als er gegen Rey geturnt ist. Und da war ich so, oha, das hätte ich nicht gedacht. Und wie geht's nun weiter? Und ich war wirklich, das waren noch die Tele5-Zeiten mit SmackDown, wo es nur eine Stunde gab davon. Und ich habe da wirklich die ganze Woche drauf gewartet und ich wollte damals Eddie sehen, den habe ich sehr gemocht, auch Ray mit der Maske. Und das war einfach eine schöne Zeit und ich habe das wirklich genossen und ich habe hingefiebert und dann merkt man so, okay, da ist ja noch Raw, dann ist ja auch außerhalb der WWE so viel gutes Wrestling. Und jetzt fast forward quasi 2020, du sagst es, du hast Montag Raw und jetzt spreche ich nicht von der Qualität der jeweiligen Shows. Aber du hast Montag Raw, du hast Dienstag AEW Dark, was absolut unfassbar ist. Ich schaue mir das immer wieder an, was die sich da antun, was die für Matches liefern, für ein Gratisprodukt, das ist irre. Und dann hast du AEW und ich habe jetzt die letzten Shows gesehen und noch die letzte Show, das ist so gut. Also auch das Steel Cage Match und wie das aufgebaut wird. Der Charakter AEW macht so viel richtig und trotzdem sehe ich auch im Internet, ja, das passt alles nicht, das, dies und das und. Es kann auch sein, dass einfach zu viel Hass ist im Moment, dass sich zwei Lager gebildet haben. Aber ich persönlich fand das alles so großartig und ich bin am Ende der Woche so erschöpft und denke mir, boah, an wen investiere ich jetzt? Ich mag bei AEW, ich mag Codys Charakterentwicklung, MJF ist ein Superheel. Und dann hast du halt NXT Takeover, wo du sagst, Mann, Adam Cole und Ciampa haben dieses Match geliefert. Ah nee, da ist ja noch bei SmackDown. Ich mag den Fiend, weil er diese Firefly Funhouse-Segmente hat. Oh, dann ist auch nächste Woche. Sagen wir mal Wrestle Kingdom und dann ist dort Will Ospreay, den ich super finde. Also ich glaube, man hat keine Zeit, um sich ein bisschen, um einen Charakter auf sich einwirken zu lassen. Und das tut mir persönlich im Moment etwas weh, weil ich erinnere mich an diese Zeit, wo WWE ein bisschen überfordert war mit allen und dann hat man gleichzeitig Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa bei Raw auftreten lassen. Da war ich extrem überfordert. Da war ich so, okay. Was soll ich damit anfangen? Ich finde alle drei geil, aber ich kann jetzt nicht die gleiche Motivation für alle ihre Matches aufbringen, weil irgendwann ist einfach auch bei mir Hirntod. Ja? Wenn ich bei Raw in der dritten Stunde bin, bin ich schon tot. Ja? Da will ich einfach nur, dass der Main Event zu Ende ist. Und dann kann man eben diesen roten Faden ziehen zu Takeover, das eigentlich, was also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen darf, vielleicht werde ich geslatet in den Kommentaren, aber das ist ja schon nahezu Wrestling-Perfektionismus oder sagen wir New Japan. Will Ospreay-Matches sind für mich das Nonplusultra. Aber dann habe ich noch, also abschließend, um jetzt auch dir das Wort zu geben, ich habe ein Interview mit dem Undertaker gesehen. Da hat er gesagt, ja, alles ist zu schnell und es ist einfach zu viel. Wenn jemand einen 360 außerhalb des Top Rope über den Tisch auf die Zuschauer bringt, ja, dann will ich nächste Woche noch mehr. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir ein bisschen haben. Und einerseits und andererseits eben einfach in die nicht vorhandene Zeit, um zu investieren. Und deswegen könnte das im Moment der Fall sein oder einfach Übersättigung, wenn man schon so lange dabei ist. Aber ich denke, da wirst du jetzt noch ein paar Worte finden. Ja, also ich glaube, dass von dem, was du gesagt hast, alles ein Faktor ist bei
der Tatsache, wie sich der Wrestling-Sport bei der Fan-Wahrnehmung entwickelt. Also ich glaube ganz einfach, neben der Tatsache, dass es zu viel ist, spielt ergänzend noch ein ganz anderer wichtiger Faktor mit rein. Man kann nicht sagen, dass das Wrestling schlechter geworden ist. Ich glaube, es war noch nie so gut wie jetzt. Und zwar übergreifend von WWE zu New Japan, wo man auch, oder auch AEW. Das ist, ich glaube, das Wrestling ist über die Jahre immer deutlich, also seit, ich weiß nicht, wann da der Turning Point kam, wenn ich es irgendwie festlegen müsste mit einem Datum. Nee, ist ganz schwer, weil New Japan gab es vorher auch schon und in Japan war immer ein anderer Schnack sozusagen. Aber wenn man das die weltweite Entwicklung sich anguckt, da glaube ich, ins Blaue geschossen, so ab ungefähr roundabout 2010, 11, 12, so in dem Dreh ging es dann irgendwie doch steil nach vorne. Und mittlerweile sind wir auf einem Level, wo du kannst hier gar nicht mehr also irgendwie festmachen, ob du jetzt bei New Japan Okada oder Ibushi oder Naito oder wie sie alle heißen, das ist ja, oder auch Ishii in der Undercard, Will Ospreay, einer der besten Worker überhaupt. Also du kommst da ja schon bei einem verhältnismäßig kleinen Roster im Vergleich zu WWE, kommst du ja gar nicht mehr dazu, alle aufzuzählen. Und WWE hat ja mittlerweile auch so nachgelegt, das ist ja von der Qualität her nicht mehr zu toppen. Nee, das Problem liegt, glaube ich, ganz woanders. Obwohl das Wrestling immer besser geworden ist, ist es, wie du sagtest, einfach zu viel. Und zum anderen liegt das einfach in der Natur des Wrestlings, in der Art und Weise, wie du es zumindest in den Mainstream-Shows, sprich WWE und AEW, die verfolgen ja beide dieses Wrestling-Konzept, der Show-Elemente in Anführungszeichen. Der Wrestling-Sport kommt irgendwie bei dieser Inszenierung schlicht an seine Grenzen. Du kannst da keine tiefgründigen Storylines machen. Du kannst da nicht irgendwie sozialkritische, tiefgründige Geschichten erfinden. Das funktioniert nicht, weil am Ende hauen sich immer 2 bis 4 Leute oder noch mehr einfach nur auf den Dötz. Und dann gewinnt einer. Da sind es eben immer die gleichen Sachen, wie hier kommt mal ein Turn oder da beleidigt jemand die Ex-Freundin. Also es sind wirklich nur, es ist Trash-TV-Niveau, die Storyline-Erzählung. Leider. Es ist auch immer wirklich simpel, wie du es erzählst und wie du es auch erzählen musst, damit auch jeder immer bei der Stange bleibt. Nur das hat eben eine relativ geringe Halbwertszeit, diese Art und Weise der Geschichtserzählung. Deswegen bleiben ja viele bei New Japan kleben, weil da die Storylines A, nicht so hoch aufgehangen werden, B, relativ langfristig ausgelegt und C, die Athletik im Vordergrund steht. Und ist eben D, da muss man ja auch sagen, die Großereignisse immer noch wirklich Events sind, weil es relativ wenig sind und die auch immer was bedeuten. Da bleiben die Leute bei der Stange. Aber New Japan ist eben hier im Westen ein Nischenprodukt, muss man eben sagen. Und was bleibt? Diese typische Show-Inszenierung von WWE und AEW, die sich schlicht einfach irgendwann totläuft. Und wenn du da den Overkill noch mehr antreibst, dann läuft es sich logischerweise noch schneller tot, weil es immer das Gleiche ist. Das muss man doch einfach so sagen. Die Storys sind immer das Gleiche und sie werden immer langweiliger, in Anführungszeichen, weil man alles irgendwie schon hatte. Selbst wenn man da mal irgendwas Neues bringt, das Firefly Funhouse beispielsweise, wird auch das irgendwann langweilig, weil du den Fiend dann als übermenschliches Wesen darstellst, wo doch dann die Hälfte der normal denkenden Leute sagen, meine Güte, sind wir hier im Kindergarten oder was? Also dann müsstest du es eben konsequent aufziehen als ein Psychopathen-Gimmick und nicht als ein Zauberer oder Dämon oder was auch immer. Sprich, egal wie du es machst, es bleibt immer bei einem normal denkenden Menschen mit einer soliden Intelligenz ein gewisses Alter ist das peinlich zurück. Und das wird auch bei Wrestling-Fans sich abnutzen. Ich kann ja nur jetzt mal eine Story aus dem Board sagen, der von mir hochgeschätzte User Hurricane hat sich jetzt eine Auszeit genommen, weil er sagte, Wrestling gibt ihm seit 1-2 Jahren überhaupt nichts, immer das Gleiche, immer mehr Expansion, belanglose Geschichten, man hat alles schon 10-mal gesehen und er schleppt sich immer wieder von Rumble bis zu Mania und das Gleiche dann wieder von vorn. Kann ich verstehen, ja, weil es immer das Gleiche ist und deswegen glaube ich, dass diese Art und Weise der Darstellung dazu führt, dass es einen Übersättigungseffekt gibt, der ist auch schon da bei vielen, dass das am Ende nur WWE
helfen wird, denn andere Ligen werden dagegen ausbluten. WWE wird auch verlieren, ist klar. Aber das kann man sich da eben leisten, weil man genug Sachen hat, um das aufzufangen. AEW hält sich im Moment heldenhaft gut, muss man sagen. Die haben immer roundabout 800.000 bis 900.000 Zuschauer pro Woche für Dynamite. Das ist immer, bis auf zwei, dreimal, immer mehr als NXT hat, wenn es mittlerweile auch immer auf ein ähnliches Level hinläuft, aber AEW hat immer so 100.000 bis 200.000 Zuschauer die Nase vorn. Muss man gucken, wie lange sich das noch so hält, ne? Weil AEW ist, ehrlich gesagt, natürlich ist es eine Alternative, natürlich ist es auch konsequenter im Storytelling, aber es ist eben auch nur Mainstream-Wrestling, muss man ja sagen. Und da sind eben die Mechanismen und die Substanzmöglichkeiten, die du hast, irgendwann begrenzt. Und deswegen befürchte ich auch, dass AEW Probleme bekommen könnte, sag ich es mal so. Und ich verstehe jeden Fan, der irgendwann sagt, Leute, lasst es doch einfach sein, ich brauche eine Pause und gehe jetzt entweder Hallenheimer spielen oder UFC gucken oder Fußball oder was auch immer man da so macht. Vielleicht machen sie sogar ein reales Leben und gehen selbst wieder zum Sport oder was auch immer. Klar, die Halbwertszeit ist begrenzt. Das war so meine zwei Cents dazu. Christian, pardon. Nee, du hast es wunderbar zusammengefasst. Ich habe da auch nicht zu viel dazu zu sagen. Es ist irgendwo vielleicht, dadurch, dass es ein Wrestling ist, ein großer Teil meines Lebens. Also das werde ich auch so nicht leugnen. Also ich, seitdem ich denken kann, habe ich in der Woche mindestens an zwei Tagen mit Wrestling zu tun. Und das hat insofern auch mit Wrestling-Infos zu tun, weil ich mich da auch immer informiert habe über Storylines, über Showberichte. Und ich jetzt selbst Teil davon bin. Und deswegen bin ich ja irgendwo auch, ja, traurig, möchte ich nicht. Vielleicht ist es ein zu krasses Wort, aber man muss schon sagen, eine gewisse Trauer wäre halt schon, wenn ich sagen würde, okay, Leute, ich bin jetzt mal weg. Ich drehe alles ab von WWE, von AEW, von New Japan und schaue nichts davon. Das würde mich auch irgendwo traurig machen. Aber vielleicht ist es auch so, dass ich oder wir in einer Zeit leben, wo unser Hirn so viel Input bekommt. Also man merkt durch die sozialen Medien, du weißt einfach sofort eine neue Match-Ansetzung. Wenn Raw zu Ende ist, haben sie schon für nächste Woche ein Match angesetzt. Oder AEW über Twitter. AEW ist richtig prominent darin, Matches schon für Monate entfernte Shows anzukündigen. Und zum Beispiel nächste Woche das 30-Minute-Ironman-Match ist auch schon wieder ein Beispiel, wo ich sage, okay, jetzt nach Takeover hast du das Steel Cage-Match gehabt, dann hast du dieses 30-Minute-Ironman-Match und du denkst dir, boah, das ist alles so gut und ich will das sehen, aber die Zeit fehlt dir und dann bekommst du noch mehr Input durch Twitter, Instagram, was auch immer und dann in der nächsten News liest du, ja, WWE hat schon wieder ein neues Talent verpflichtet, gibt bald sein NXT-Debüt und du bist auch schon wieder überfordert, weil eigentlich möchtest du ja in Kenny Omega und den Bastard investieren. Aber im nächsten Moment ist schon der nächste Star, den du so gerne hast bei der WWE oder bei New Japan. Und ich denke, das sind einfach so die Sachen zusammen mit denen, die diese Übersättigung erklären. Ob das bei jedem so ist, weiß ich jetzt nicht. Also das ist natürlich, ich möchte jetzt nicht jeden in den gleichen Topf werfen, aber man merkt schon in den Kommentaren, dass sich das wiederholt. Woche zu Woche lese ich, ja, das ist belanglos, ah, das schon wieder, ah, der schon wieder. Und die Übersättigung mit Pay-Per-Views auch, man kommt einfach nicht hinterher und man kann sich nicht freuen. Und das war halt so mein Hauptgrund für Wrestling, weil ich habe mich so richtig gefreut auf die Pay-Per-Views. So Royal Rumble und WrestleMania Season waren für mich früher, das waren Feiern, Mann. Ich habe darauf hingefiebert. Ich habe mir freigenommen, bitte, für den Montag nach WrestleMania. Weil ich das live sehen wollte. Ich habe mir Snacks vorbereitet. Das war einfach Vorfreude pur. Und jetzt ist es halt so. Ach so, wie den Super Bowl manche zelebrieren. So ja, genau. Amerikanische Nacht, ja. Ich meine, leider hatte ich in meinem Freundeskreis zu wenig Leute und sowas hätte ich gern gemacht. Aber leider war mein Freundeskreis, wenn ich in meinem Freundeskreis darüber rede, dass ich für die Seite einen Bericht geschrieben habe und sie so, ah ja, sag, ist denn da noch Undertaker dabei? Ja, über mehr kommt es da nicht hinaus. Ja, ja, ich deswegen, weiß, was du meinst. Genau, ja. Deswegen kommt das irgendwie nicht über, kam ich nie in diesen Genuss, ich hätte schon gern mal gemacht. Aber unabhängig davon, du hast es gesagt, man schleppt sich hin zu WrestleMania, schaut sich das dann an und denkt sich am Ende sowieso, boah, das ist zu viel, es ist zu lang. Gesundheit.
Und danke. Und dann kommt Money in the Bank und du weißt schon, ach, ja, okay, werden sie jetzt wenn sie jetzt Qualification Matches bringen oder nicht, eh wurscht. Und dann kommt wieder diese Phase, wo die WWE sowieso sich nicht interessiert für die Zuschauer bis TLC und dann kommt wieder die Road. Und irgendwann nach der 15. Road to WrestleMania bist du auch so, ja, nee, eigentlich lieber nicht. Und es ist schade und es würde mich sehr traurig machen, wenn ich eine Pause einlegen müsste. Aber ich merke selbst, dass ich, wie der Kollege vom Board, ich bin nicht so weit weg, aber noch ist so die Liebe für das Schreiben, weil ich dadurch schreibe und irgendwo passieren dann Dinge, wo du denkst, Mann, ja, dafür bin ich da. Sei es eben mal ein neuer Charakter wie der Fiend oder sei es solche Takeovers oder eben, wenn mal wieder Wrestle Kingdom um die Kurve kommt, Ring of Honor befürchte ich, wird wohl so in dieser Form nicht mehr stattfinden, wie ich es von früher kenne. Und dann kommt irgendwo ein bisschen noch diese Liebe, und so will ich sie auch nennen, zurück. Aber es wird schon schwieriger, zugegeben. Und wenn dann noch dann private Sachen dazukommen, irgendwann wird es schwer, dass man da investiert, um nochmal das Wort zu wiederholen. Kann ich absolut so nachvollziehen. Eine Sache, die ich ganz interessant fand, wo du Twitter und die sozialen Medien gerade ins Spiel gebracht hast. Häufig wird gerade von WWE immer gesagt, ja, die sozialen Medien sind nicht gut und ihr macht euch selbst die Freude an der Show kaputt, indem ihr alles kommentiert und smarkig seid und so weiter. Ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, wenn du ein Markt bist und irgendwann kommt dieser Übersättigungseffekt oder diese niveaulosen Stories in Anführungszeichen, das findest du ein paar Monate toll und dann irgendwann sagst du, ist ja immer irgendwie, das habe ich doch schon ein paar Mal erlebt und dann guckst du, was weiß ich, lieber wieder Dschungelcamp oder so ein Schrott, keine Ahnung. Wer denn immer am längsten bei der Stange ist, das sind ja die Smart Marks, das sind die Keyboard Warriors, das sind die, die sich informieren und hinter die Kulissen gucken und die in Anführungszeichen richtige Liebe, die du gerade zitiert hast, zu dieser Sportart ja entwickeln. Deswegen halte ich diese Theorie, die eben gerade vom Marktführer vertreten wird, ja, indem ihr euch da selber smarkig macht, nehmt ihr euch die ganze Begeisterung, halte ich für vollkommenen Schwachsinn, weil Ich auch. Weil dann verbiete ich ja meinen Arbeitnehmern den Zugang zu Twitter. Ja, Weil genau. wenn Bailey und Sascha eine Blutfehde haben und sich am nächsten Morgen auf Twitter gegenseitig zum Geburtstag gratulieren, dann tut's mir leid, WWE, aber dann müsst ihr denen ein bisschen die Ketten anlegen. Ja. Also, wie gesagt, das war so eine interessante Diskussion, weil sie immer wieder mal vorkommt und ich glaube, sie wird akuter werden durch das jetzt vorhandene, ich will nicht sagen Überangebot, aber doch noch mehr vorhandene Angebot an Alternativen. Nicht nur also Alternativen zu WWE, sondern auch bei WWE selbst. Natürlich stocken die auch auf, wo sie können mit eigenen Produkten und versuchen anderen irgendwie dann das Wasser abzugraben. Wenn du nur auf WWE fokussiert bist, hast du schlicht gar keine Zeit, irgendwas anderes zu gucken. Und darauf spekuliert man ja auch. Also, du musst eigentlich irgendwann, und das ist auch so eine Geschichte, die wir in der Vorbesprechung noch anklingen lassen haben, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du entweder Abstriche machen musst oder dich für eine Liga entscheiden musst. Und dann sind wir ganz schnell bei einer Entwicklung, die ich, glaube ich, auch gefährlich finde oder zumindest be beachtenswert finde. Die Lagerbildung in Anführungszeichen zwischen AEW-Fans einerseits, New Japan-Fans andererseits und WWE-Fans wiederum andererseits, dass da so Grabenkämpfe entstehen, Hass will ich jetzt nicht sagen, aber über Internet gerade sehr viel geschrieben wird. Wir merken es auch auf unserer Seite, muss man ganz deutlich sagen. Da sind viele, Ja, die sagen, ja. AEW, ihr WWE-Hater, seid ja eh Kacke und eure kleine Liga und WWE oder AEW-Fans shooten gegen das dekadente Main-Roster. Das ist einerseits, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass man irgendwann auch Positionen beziehen sollte, gerade wenn man weiß, wie WWE und AEW ja auch arbeiten. Das sind ja verschiedene Philosophien, die sie haben bei der Inszenierung und beim Selbstverständnis ihrer Philosophie des Wrestlings. Ich glaube auch, also ich bin auch bekennender AEW-Sympathisant und WWE-Kritiker, das kann ich auch so sagen. Und ich mache auch keinen Hehl draus, zu betonen, was bei WWE aus meiner Sicht scheiße läuft.
Und ich bin auch eher bei AEW, wie gesagt. Aber dass ich deswegen dann die Anhänger der anderen Liga bekriegen muss oder irgendwie trollmäßig alles kommentieren und zerreden muss und dann die Konkurrenz schlecht reden muss, das führt am Ende vielleicht auch dazu, dass Leute sagen: Ey, sorry Leute, dann geh mir doch mit Wrestling den Buckel runterrutschen, dann mache ich lieber was ganz anderes. Und ich glaube, das alles kommt zusammen, dass wir jetzt eine, ja, zumindest sage ich mal, interessante Gemengelage haben, wo man gucken muss, ob das für das Wrestling eher gut oder eher schlecht ist. Ich sehe eher eine Gefahr tatsächlich nach allem, ja. Ja, ich meine, das ist eine Diskussion, die kann sehr weit gehen. Also da müsste man, glaube ich, sogar einen kompletten Podcast nur dafür aufmachen. Aber du hast schon gesagt, im Moment sehe ich es so, dass die WWE und auch AEW insofern in Sicherheit sind, da man jetzt wunderbare Verträge hat. Auch WWE hat noch immer Langjahresverträge mit ihren Anbietern. AEW hat ja erst neulich einen neuen unterschrieben. Und bis dahin wird sich, glaube ich, in dieser Hinsicht auch nichts ändern. Und wie du schon auch gesagt hast, man verdient sehr viel Geld als Promotion und als Wrestler jetzt in diesem Zeitraum. Und die Streaming-Dienste machen das auch so möglich, dass man eventuell im Moment wirklich auch nur auf das Geld schaut, was ich auch respektiere. Ja, man will ja überleben und vielleicht eher weniger auf das Produkt und sich denkt, Mann, ich brauche noch mehr Shows, weil die kann ich ja dann anbieten bei, sei es Amazon Prime, sei es Netflix, Hulu, was auch immer, The Zone vielleicht auch noch, oder Sky, nachdem es ja da auch eine neue Entwicklung gab bei WWE. Aber es Ja, wird stimmt, sich für alle, die es nicht wohl, wissen, WWE raus, ja, AEW rein, ne? genialerweise während einer WWE-Show gab es sogar die Werbung für AEW. Also da, ich hoffe wirklich für denjenigen, der das so bestimmt hat, dass Vince McMahon das nicht herausgefunden hat. Aber auch er selbst, übrigens, Vince McMahon soll ja angeblich nicht mehr so bei den Shows präsent sein, aber gut, das ist jetzt was anderes. Vielleicht hat er selbst auch schon genug von seinen Shows, deswegen. Ja, Aber um XFL hat er ja jetzt auch noch nebenbei ein bisschen die Football, XFL ne? auch noch, also machen wir nicht genug, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Diskussion, die wirklich sehr spannend ist und ich wäre auch liebend gern in einer extra Podcast, wenn vielleicht sogar noch mehr von unserem Team dabei wären oder vielleicht sogar ein Live-Podcast, wo wir Kommentare von Usern mit hineinnehmen, weil ich glaube, da hat jeder so seine Geschichte und mich würde es auch interessieren, wie es zum Beispiel jemand empfindet, der vielleicht, keine Ahnung, erst seit 2 oder 3 Jahren im Wrestling ist oder nicht, ich sage jetzt nicht nur WWE, weil das würde mich interessieren, weil ich glaube, dass wir mittlerweile in einem Zeitraum sind, wo sich diese Zeitspanne als Mark in Anführungszeichen nicht mehr so lange hält wie früher, weil du bist einfach, Geht ja gar nicht mehr, das genau. ist unmöglich eben. Und ob das vielleicht eine Rolle spielt, dass man, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr in diesen Stories einfach drin ist als Mark, sondern man schaut sich das an und weiß, ah, okay, sie planen mit dem, das heißt, ich kann davon ausgehen, dass er gewinnt. Also in dieser Hinsicht, dass du quasi nicht mehr überrascht bist, so viel. Dass man vielleicht auch da ein bisschen das Interesse verliert. Aber das sind so Spekulationen, die ich jetzt nicht beweisen kann. Und deswegen wäre so ein Special Podcast interessant, wenn da Interesse bestehen würde vom Team und auch von den Usern. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Thema, das die Leute nicht so interessiert. Ja, wir können das ja mal hier so mal in die Runde fragen. Also ich finde die Idee gut. Ich glaube, Jens kriegen wir da auf jeden Fall Ja, zu ich denke, seine begeistert. Meinung würde mich auch sehr 100 Pro. interessieren. Zack Attack und Olli hätte ich auch gerne dabei. Und das wäre eigentlich ein sehr gutes Thema für einen Live-Podcast. Wir wollten eh mal wieder einen machen. Deswegen Weil spontane wir beide Idee. allein werden das jetzt sicher nicht, weil da gibt es noch so viele Sachen, die wir, glaube ich, auch vergessen. Also, weil, Genau. ja. Deswegen ist jetzt hier mal, sag ich mal, die Idee dieses Podcasts jetzt, wir haben es mal angestoßen jetzt zu zweit, die Diskussion, und ihr seht ja, wir hätten noch ewig so weitermachen können. Gespannt sind wir da auf eure Gedanken. Deswegen, wenn ihr da irgendwie Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Unabhängig davon werde ich das im Team mal thematisieren und könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch bei uns interessiert gesehen wird. Denn natürlich, wir bei Wrestling-Infos kriegen da ja auch gewisse Einblicke immer mit. Und deswegen würde ich einfach euch aufrufen, sagt was dazu, wir besprechen das und ja, schnacken dann vielleicht live drüber. Da kommt, glaube ich, eine ganze Menge Spannendes zusammen. Vor diesem Hintergrund möchte ich auch die Weeklies kurz halten, denn wir haben es eben ja schon gesagt, vieles wiederholt sich und als ob das das Stichwort gewesen wäre, bei Raw und SmackDown sind so viele Blümlein der Innovation nicht gepflanzt oder geerntet worden, dass ich will nicht sagen, das ist eine Blaupause zur letzten Woche, aber gerade Raw war ja doch ziemlich ähnlich, oder?
Ja, ich habe Raw live gesehen, den Bericht geschrieben und ich hätte mir die Arbeit sehr leicht machen können und meinen letztwöchigen Bericht einfach kopieren und einfügen können. Ja, angekündigt wurde ein Match zwischen Orton und Hardy. Das gab es nicht, es gab nur dieses Eröffnungssegment. Was zugegeben, es war nicht schlecht. Ich habe ja schon gesagt, Orton ist sehr gut darin und ich glaube, dass es auch sehr interessant ist, unsere Diskussion, die wir jetzt so geführt haben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber nach dem Concerto auf den Treppen wurden ja Zuschauer wurde die Kamera auf den Zuschauerbereich geschwenkt und man hat sogar weinende Kinder gesehen. Ob die jetzt bezahlt wurden von WWE zu weinen, das glaube ich nicht. Ja, ich bin mir da Aber nicht so sicher. Ich würde es tatsächlich für möglich halten. Ich ich glaube auch, dass glaube, der Kurs für Angel Garza nicht zwingt. ich glaube. Also da war auch ein Mädel abgestellt, glaube ich. Genau, ja, also da haben wirklich Kinder geweint und ich meine, dass man so eine Reaktion kriegt, ist natürlich irre und Respekt auch an Orton und Hardy, dass sie das so rübergebracht haben. Aber mal Aber ganz ehrlich, das haben wir doch auch schon tausendmal gesehen. ja, darauf wollte ich hinaus, eben. Deswegen, ich brauche ein bisschen was, ich vergesse jetzt schon bald, dass Edge angegriffen wurde. Ich glaube, die ganze Zeit, da fehlen Hardy und Orton und den Payoff gibt es bei WrestleMania. Also, und der Ja, Rest, ich stimmt. meine, ja, und ich meine, du wirst wahrscheinlich jetzt die Show weiter besprechen als Nein, Moderator, nein, nein, nein. aber Nach dem, was wir nee, gerade diskutiert haben, danach kam habe halt ich. nichts. Bitte? Danach kam halt nichts Neues, muss Eben. ich ehrlich zugeben. Also Shayna, okay, das Segment, wo sie Shit gesagt hat, hat irgendwie für viel Verwirrung im Netz gesorgt, wo alle gesagt haben, ja, ich dachte, das gibt es nicht mehr bei der WWE. Und ich so, naja, es ist WrestleMania, da haben sie das Shit mal schon gern hinaus. Das war ganz nett, aber ich stelle mir dann die Frage, warum ist Shayna im Elimination Chamber Match? Jeder weiß, dass sie es gewinnen wird. Warum tut man das? Und da bin ich auch schon wieder, wo ich mir denke, Mann, WWE, wozu dann dieser ganze Biss? Weil wenn Shayna jetzt die Chamber verliert, war ja alles für die Katz. Das heißt, jeder weiß, dass Shayna dieses Match gewinnen wird. Warum sollte ich mir dann diesen Pay-Per-View oder das Network abonnieren? Wo ich ja jetzt den Pay-Per-View sowieso nur noch über das Network bekomme. Also, das sind so meine Fragen an die WWE und wer sich dahinter darum kümmert, dass man hier die Zahlen für das Network erhöht, weil warum sollte ich das Match sehen wollen? Ja, sehr berechtigte Frage. Nee, in der Tat. Also, das ist mit Shayna und der Chamber ist so eine Geschichte. Du hast gesagt, jeder weiß, dass sie die Chamber gewinnen muss, eigentlich. So wie man. Ja, oder du hättest den Biss nach der Chamber machen sollen, oder was weiß ich, aber nicht so, ja. Ja, lass Becky den Titel in der Chamber verteidigen, sie gewinnt. Auf einmal kommt von unten Ja! Baszler heraus und beißt ihr in den Nacken. Und wir haben einen super Auftritt und du kannst das besser strecken als so. Ja, in der Tat gehe ich so mit. Auch bei SmackDown war es jetzt nicht wirklich spannend. Da wird viel gemacht für eine Show, die bald stattfinden wird, die ich hier auch dann nicht intensiv im Vorfeld besprechen möchte. Vielleicht, wenn sie gelaufen ist, erzähle ich ein paar Takte zu, aber mehr möchten wir hier zu der Show im Vorfeld nicht sagen. Die Geschichte mit dem guten Otis und Mandy ist, wie wir auch schon in der letzten Woche angedeutet haben, mittlerweile auf dem Weg in die Jagdgründe der totalen Belanglosigkeit. Das Einzige, was das Ganze hier rettet, ist das Mic Work von Otis und sein Charisma. Die Storyline ist genauso scheiße wie vieles andere. Also, das ist mittlerweile so bescheuert, langweilig, nicht mal mehr RTL Talkshow-Niveau, dass ich dazu auch nicht viel sagen möchte, was wir übrigens auch schon 100 Mal gesehen haben. Ja, also insofern, Daniel Bryan kuschelt mit seiner Familie, die Bella Twins kommen in die Hall of Fame. Das ist alles so Wrestling. Ich weiß nicht. Also, wir können da auch viel mehr zu sagen. Nur heute wollte ich es bewusst kurz halten, weil wozu viel Wind machen, wo bestenfalls ein laues Lüftchen ist, wenn bei mir draußen der Wind intensiv bläst. Also was hast du da noch ergänzend zu beizutragen? Du hast das Wort. Ja, SmackDown, mich würde wirklich interessieren, ob die Leute von Fox sowas wollten oder sowas erwartet haben. Ratingtechnisch, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich bin überrascht, dass sie so gut sind. Also verstehe mich nicht falsch, das Ich sind auch, natürlich, absolut. Ja, gehe das ich sind, genauso mit. ja, Es ist das besser sind, geworden. ja, interessanterweise.
Es sind natürlich keine Ratings, die man bei WWE, glaube ich, wo man motiviert ist, dass man sie, ja, ich glaube, da möchte man schon in den 3-0er-Bereich. Ja, vor allen Dingen, Aber wir haben die Road gerade, das muss man ja wir haben auch die bedenken, Road ne? zu WrestleMania, richtig. Aber ich bin wirklich überrascht, dass sie selbst 2-6 hinkriegen, weil das ist wirklich, wenn ich mir vorstelle, dass Goldberg zurückkommen muss, damit wir ja auf den Dreierschnitt kommen, was ich auch nicht verstehe, dass der noch immer so zieht, bin ich ehrlich gesagt überrascht. Aber den habe ich ja persönlich auch nicht so mitbekommen. Also da seine Karriere habe ich erst, als er Owens um den Universal-Titel erleichtert hat. Ja, auch eine Goldstunde. Aber SmackDown schon die letzten Wochen finde ich wirklich nicht gut. Und ich bin jemand, der sehr schnell positive Sachen finden kann. Aber das die letzten Wochen, puh, also ich finde auch das Roman Reigns, wenn ich mir vorstelle, ich habe selbst von Roman Reigns früher mehr gehalten. Ich habe mich schon ein bisschen auch aufgerafft, wenn seine Musik kam, weil ich habe gewusst, okay, wenn er rauskommt, wird entweder irgendein irrer Brawl sein oder er wird eine Promo halten, wo ihn alle auspfeifen. Also ich war immerhin irgendwie investiert. Aber so ist er auch da, die elendlange, langweilige Fehde mit Corbin. Ja, Otis, hast du schon gesagt alles. Er ist ganz süß, aber das um ihn herum ist so wertlos. Und Daniel Bryan, das ist das gleiche wie bei Sami Zayn und Cesaro. Er kommt ins Nichts und darf halt sein Kind mit der Entrance reintragen. Für ihn persönlich ein schöner Moment. Für mich als Zuschauer, das bringt mir halt persönlich nichts. Heath Slater bekommt zumindest ein bisschen TV-Time und ich habe eh schon zu viele Worte für SmackDown, dann sind wir uns ganz Aber ich ehrlich. überlege gerade mal, es wird ja viel gemunkelt im Vorfeld von WrestleMania über die Mania Card. Styles könnte gegen den Undertaker kämpfen, wird gemunkelt, was ich ein hochinteressantes Match finde, ehrlich gesagt. Und damit kriegt man mich auch hinterm Ofen hervor, weil allein die Frage mich umtreibt, was kriegt Styles mit einem Taker hin, so nach dem Motto. Weil ein Styles-Match wird mir wenig geben, ein Taker-Match gibt mir nichts, aber das finde ich wieder interessant. So, aber unabhängig davon, wie ich das finde, ist das zumindest ein Plan für Styles. Ist auch ein Plan für einen Undertaker, das ist zumindest etwas, was man versteht. Aber Stichwort Daniel Bryan. Was hat man für den bei Mania vor? Da ist nichts, gar nichts, was ich mir Nichts. vorstellen könnte. Nicht mal Gerüchte kommen da. Er hat jetzt gegen Slater gewonnen. Soll man ihn wirklich Richtung Mania mit Drew Gulak irgendwie eine Fehde geben? Das ist ja wohl ein Scherz. Also, und auch Seth Rollins. Da wird gemunkelt, dass er vielleicht bei Mania mit seiner ewig, jetzt mittlerweile doch immer mehr dahindümpelnden Storyline mit seinem neuen Stable gegen die Kevin Owens mit wechselnden Partnerleute jetzt irgendwie ein Stipulation-Match bei Mania bekommen. Also mehr 0815 geht ja eigentlich kaum. Gut, du kannst nicht jeden da große Matches geben, ist schon klar. Aber wenn für Bryan und Rollins nichts übrig bleibt, Mensch, vielleicht kriegen die ja ein Singles-Match. Aber das macht ja auch nicht Sinn, weil sie verschiedene Brands sind. Also du hast für die auch gar keine Pläne und das finde ich schon heftig, wenn du weißt, dass Bryan eigentlich nun nicht so völlig irrelevant ist und er erst vor wenigen Monaten, na, Monaten ist schon ein bisschen länger her, aber wenn man bedenkt, dass er eigentlich nie wieder zurück sollte, dann kam er wieder, das verpuffte auch. Wie verpuffte das denn? Kann ich gar keinen Vergleich. Also. Es ist ja schade, wenn ich mir vorstelle, wie over Brian vor seiner Verletzung war. Und man hat dann ja die unfassbare Chance bekommen, das so schön aufzuziehen, dass er quasi aus seiner Karriere zurückkommt. Man hat es nicht genutzt. Und ja, deine Idee mit Rollins gegen Brian, das wäre ein nettes Match. Und ich bilde mir ein, es gab bei WrestleMania auch diese Raw versus SmackDown Matches. Ich erinnere mich bei WrestleMania 24. Batista gegen Umaga, glaube ich, war das, Raw gegen Ja, in der SmackDown. Tat. War auch richtig schlecht übrigens. Ja, das war grauenhaft. Also. Aber ich erinnere mich an sowas und ich meine, da haben natürlich damals auch die General Manager ein bisschen eine größere Rolle gehabt, die haben wir mittlerweile nicht mehr. Das könnte man eventuell machen, aber das würde halt irgendwie so für Seth Rollins gar keinen Sinn ergeben, auch wenn ich kein Problem damit hätte, weil der Monday Night Messiah wiederholt sich leider. Und Oh, ich finde das so langweilig im oh, Moment. ja. Das ist ganz fürchterlich. Schreib mal den Bericht Nee, also drüber. Respekt, gut, dass wir dich haben, sonst wäre echt ein Problem. Weil grundsätzlich, ich bin ganz ehrlich, ich finde es nicht mal so schlecht, wie er sich jetzt anzieht, mit diesem Handschuh an einer Seite und seinem Bart und Monday Night Messiah. Okay, ein bisschen was anderes, aber boah, ey Leute,
Lass mal die Konstellationen und lass mal diese Predigt. Also die Zuschauer haben sofort mit Boring Chants empfangen. Also da muss einfach mehr. Es braucht einfach ein Money Match für die beiden, weil dass man so jetzt dieses Talent hat und nicht nutzt für WrestleMania, ist ja richtige Verschwendung. Und wie du schon gesagt hast, Daniel Bryan vor allem, da schlägt ja unser beider Herz höher bei ihm, aber im Moment sieht es nicht so gut aus. Absolut nicht. Okay, damit würde ich sagen, machen wir die Weeklies auch nicht länger, als sie es unserer Auffassung nach verdient haben. Der Fokus lag heute einfach woanders. Bei der nächsten Woche sind die Weeklies vielleicht schon wieder viel ausführlicher Gegenstand der Review. Heute war uns anderes eben wichtiger und ein super Takeover fällt auch nicht immer vom Himmel. Diese Diskussion wollten wir eben mal anstoßen. Burnout oder Übersättigung oder Euphorie. Haben wir gemacht und mir war es wichtig. Mal gucken, vielleicht führen wir es fort. Wir haben euch ja aufgerufen, euch zu positionieren. Und ja, Christian, ich bin hellauf begeistert, dass wir heute null Technikprobleme hatten mit dem Mikrofon. Ich glaube, wir haben den gordischen Knoten einfach durchschlagen in diesem Bereich. Und Ja, dann würde ich, ja, ich möchte mich Christian? hiermit auch nochmal für letzte Woche entschuldigen bei den Usern. Ich hoffe, dass das jetzt der Geschichte, in der Geschichte liegt, in der Vergangenheit vielmehr, und dass wir in Zukunft auch so problemlos durchkommen, weil es macht mir sehr Spaß, über das alles zu reden, und wenn dann noch die Qualität gut ist, haben wir, glaube ich, das Maximum herausgeholt. Ja, also ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Ich bin da optimistisch. Und das haben wir sogar ohne unseren Techniker Julian geschafft. Das habe ich per Ferndiagnose. Ich bin ja ganz stolz. Ich habe ja von Technik gar keine Ahnung. Aber wir haben es irgendwie mit Trial and Error rausgekriegt. Und insofern, heute lief es gut. Wir hoffen, es läuft künftig auch gut. Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass es so sein wird. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und fröhlich. Mit abgedichteten Fenstern hört sich's nicht an wie im Spukschloss. Und in Wien haben wir gutes Wetter. Was will man vieles mehr? Schönes Wochenende wünschen Christian und ich. Macht es gut. Tschüss. Ciao.